Ich frage Aufnahme. Läuft. Handys sind aus? Nee, natürlich nicht. Wie immer. Muss man erst ausmachen. Ja, wozu hat man das? Wer sein Fahrrad liebt, der schiebt. Wer sein Handy liebt, der macht's aus. Genau. Tee oder Kaffee? Ich habe hier tatsächlich gar nichts stehen. Naja, ich werde es überleben. Ist ja nicht mehr so heiß. Ja, hier ist es nicht heiß, hier ist es schwül. Aber ich habe dafür einen heißen grünen Tee. Wie immer. Und irgendwo noch ein kaltes Bier im Kühlschrank, aber Achso, ein kaltes Bier wäre schon gut, aber ich habe jetzt keinen Star, leider. Und die Couch? Du meinst den Couch-Gag? Der Couch-Gag, ja, Ja, die Couch kann man doch auch aus der Höhle holen. der steckt noch in der Höhle, der Couch-Gag. Der Couch-Gag steht noch in der Höhle. Wollen wir Elon Musk vorbeischicken? Ja, vielleicht hat er da was, womit wir das rausholen können. Ja. Countdown Podcast Folge 75. Eine schöne runde Zahl. Aber noch keine Jubiläum. Aber nee, Moment, ist mir gerade fällt kein Moment ein. Wir haben diese Woche 3 Jahre Jubiläum. Wusstest du das? Stimmt, irgendwie um die Zeit muss das gewesen sein. Dieses Das war Wochenende, so im Sommer, das ja. nächste, das kommende Wochenende vor 3 Jahren haben wir die Nullnummer aufgezeichnet. Yay! Feuerwerk! Nee, wir wollen, dass unsere Raketen bleiben intakt. Ja, fiel mir auch gerade in dem Moment auf. So, Frank, Was soll man sagen? sag doch mal, warum klingst du denn jetzt auf einmal so gut? Warum ist denn dein Inter warum geht denn dein Internet wieder? Na, mein Internet, das ging die ganze Zeit. Ich habe mir bloß irgendwann mal eine Fritzbox geholt, damit das Internet besser läuft. Aber die Fritzbox habe ich einfach, ohne sie zu konfigurieren, also nicht ganz ohne, aber nicht komplett alles im Menü durchzugucken, hingestellt. Und dann tat sie halt irgendwas. Und dann stand da irgendwo eine Standardeinstellung 25 Megabit Down und 2 Megabit Upload und das hat nicht gereicht. Beziehungsweise irgendwie dieses QoS oder so, was da dahinter steckt, hat in Anbetracht dessen, dass vom Modem mehr kam oder mehr möglich gewesen wäre, als was dann in der Fritzbox eingestellt war, da offensichtlich sich verschluckt. Und zwar böse verschluckt. Deswegen, sorry, ich war schuld. Ja, wir sind jetzt dazu auch übergegangen, eine Sicherheitsaufnahme mitlaufen zu lassen auf deiner Seite. Und in der letzten Folge sollte das ja störungsfrei sein, weil da habe ich ja deine Lokalaufnahme genommen. Ja. Und jetzt schauen wir Ja, mal, wie sollte sich das wieder funktionieren. anhört. So, beim Unterstützerinnen-Dank. Einmal möchte ich einen ausnahmsweise mal rausnehmen, nämlich ich möchte den Johannes nicht nur für die Unterstützung bei Patreon danken, sondern auch für seine Geduld. Kommen wir nachher noch drauf. Und ansonsten danken wir dem Jochen, dem Ronald, dem Thomas, Hori, Packelbudding, Markus, Mimic Murdoch, Fabian, Sandra, Giuliano, Hans Olo, Bibone, Mpingo, Rominger, Raviron, 19 Grad, Torben, Martin, Serioga und dem Ingo. Und außerdem den hat er genannt, dürfen wir? Ich glaube, dem Arne, ne? Genau, also der hatte eine Einzelspende für uns beide, glaube ich, dagelassen, so wie das in seiner PayPal-Nachricht klang. Genau, hat er. Ist auch bei mir angekommen. Vielen lieben Dank. Genau. Ich guck noch mal kurz hier, ob der bitte nicht nennen. Also ein anonymer Mensch und der Gunnar hat zumindest nicht gesagt, dass ich ihn nicht nennen darf. Deswegen nenne ich bloß seinen Vornamen. Vielen Dank. Sehr schön. Genau, was ist jetzt mein Ablaufplan? Jetzt habe ich den wieder weggewischt. Ah ja, Feedback. Genau, Feedback. Johannes. Johannes. Es begab sich, dass der Johannes eine E-Mail geschrieben hat vor 4 Ausgaben zur Ausgabe Nummer 71. Wir sind bei 75. Das meine ich hier.
sind wir nicht wirklich drauf eingegangen. Und das ist mir ein wenig peinlich, weil E-Mail gelesen, irgendwie wenig Zeit gehabt und gesagt, ey, das lese ich mir irgendwann mal in Ruhe durch. Und wie das halt so manchmal passiert. Nicht aus böser Absicht, sondern einfach nur, weil es so ist. Man ist halt Mensch und dann rutscht sowas manchmal hinten runter. Tut mir leid. Worum ging's? Es ging um die Laserzündung von Triebwerken. Mir ist so, als hätten wir das letztes Mal dann doch noch besprochen, etwas ausführlicher. Ich erinnere mich auf jeden Fall, dass ich irgendwann mal Piu-Piu-Piu-Geräusche gemacht habe. Und das kann ich ja nur gemacht haben, wenn du Laser gesagt hast. Genau so. Erstens das. Hatten wir also wenigstens teilweise besprochen. Er hat uns auch freundlicherweise einen Zeitungsartikel geschickt, wo dasselbige nochmal beschrieben wird. Da wird dann auch verwiesen auf den HIPOLAS, den High Power Laser. Dazu gibt es dann auch eine wissenschaftliche Veröffentlichung, an die ich noch nicht mal über den netten Service von einer kasachischen Kasachin, genau, rankomme. Tut mir etwas leid, da hätte ich gerne gelesen, was das DLF da so verzapft, genau dort. Gibt natürlich ein paar andere Veröffentlichungen. DLF, Deutsche Laserforschung? DLF, genau. Deutschlandfunk. Achso, du wolltest, ich dachte DLR, DLF ist... Ich wollte DLR sagen. Genau, ich habe gedacht, es könnte ja sein, dass es die Deutsche Laserforschungsgesellschaft gibt. Nee. Früher gab es mal DFF, DFF-Länderkette. Was war das? Deutschlandfunk und Fernsehen, glaube ich. Das war letzten Endes der Nachfolger von den DDR-Fernsehprogrammen. Aha. Kurz nach der Wende. Ja, ich bin alt, ich bin ein alter Mann. Das habe ich jetzt nicht gesagt, das hast du gesagt. Aber gemeint. Beziehungsweise. Naja, selbst wenn ich so alt bin wie du, wäre wie du, würde es wahrscheinlich trotzdem nicht kennen, weil ich ja ein Wessi bin. Genau, ich erinnere mich auch nur ziemlich vage daran, also ich war 7, 8 Jahre alt zu der Zeit, also und so richtig alles mitbekommen und mitgeschnitten, was da alles passiert ist, habe ich sowieso nicht. Das DLR hat natürlich, von 2009 gibt es da ein Paper zu Experimenten, die damals gemacht wurden. Kann man mal sich anschauen, was für Experimente da alles unternommen wurden. Dann gibt es natürlich Laserzündungen überall, auch gern mal bei Flugzeugen und teilweise wird es auch zumindest geplant als eine Art Raketentriebwerk. Also so heißt, man nimmt einen Laser, schießt auf irgendwas Festes drauf, das feste Zeug verdampft und weil es verdampft ist, fliegt das weg und das gibt Schub. Kann man natürlich auch machen, wenn man das will. Die eigentliche Zündung ist dann halt immer so eine, ich glaube, ich bin nicht ordentlich damals drauf, genau, ich hatte mich nach der letzten Sendung etwas geärgert, dass ich auf ein paar Dinge nicht eingegangen bin bei der Laserzündung. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man sowas entzünden kann mit einem Laser. Du kannst natürlich einmal sagen, okay, du schießt deinen Laser einfach auf die Wand wird heiß und daran entzündet sich's. Das versucht man nicht zu machen, weil dann macht man ja die Wand langsam, aber sicher kaputt. Ich glaube, da gibt's auch noch ein paar andere Gründe, die mir jetzt aber nicht untergekommen sind. Insgesamt sind die Paper, die ich gefunden habe, etwas merkwürdig, als dass nicht so richtig drauf eingegangen wird, was jetzt nun der ganz große Vorteil von Laserzündung ist im Vergleich zu anderen Zündmethoden. Was offensichtlich der Fall ist, ist, dass man andere Mischungsverhältnisse von Treibstoff und Luft zum Beispiel zünden kann, gerade wenn man so irgendwie Motoren oder Turbinen oder sowas zünden will, wo man teilweise gerade so
ja, irgendwie Benzinmotor oder sowas, möchte man sehr gern Gemische mit sehr viel Luft und wenig Treibstoff zünden. Das ist natürlich schwierig und scheinbar kriegt man das mit Lasern etwas besser hin. Die Art und Weise, wie man mit Lasern überhaupt irgendwas zum Zünden bringt, ist etwas schwierig. Weil normalerweise ist es ja so, du schießt einen Laser durch die Luft und es passiert exakt nichts. Du siehst noch nicht mal was, wenn nicht zufällig irgendwo ein Staubkörnchen oder sowas dazwischen ist. Dann ist der Laser dann halt dort gewesen und du hast trotzdem nichts gesehen. Es sei denn, der Laser ist so stark, dass der praktisch lokal ein so starkes, also Laser ist ja eine elektromagnetische Welle, Licht ist ja eine elektromagnetische Welle und wenn dieses Licht sehr intensiv wird, sehr stark an einer Stelle des Raums wird, dann werden diese elektromagnetischen Felder so stark, dass die teilweise auch die Moleküle in der Luft kaputt machen können. Dass die auch ja halt letzten Endes die also sie müssen halt die Elektronen in den Molekülen dann irgendwo anregen und damit ein Plasma erzeugen. Und sobald man ein Plasma hat, dann hat man einen Zustand erreicht, wo man dann auch mit dem Laser noch etwas besser aufheizen kann, noch weiter aufheizen kann, die Luft. Was man, sobald man das Plasma hat, auch machen kann, ist dann so primitives Zeug zu nehmen wie Mikrowellen zum Beispiel und das Plasma dann noch weiter aufheizen. Und alles sowas. Also es gibt da eine Menge clevere Techniken. Die Idee ist halt, dass man mit einem Laser sehr viel effizienter und sicherer und besser wiederholbar auf jeden Fall die Zündung vornehmen kann. Aber wie gesagt, mir fehlt ein bisschen gerade der Zugriff auf die ganz aktuelle Forschung, um genau zu sagen, wo sind da jetzt noch die Probleme, wo sind da die genauen Unterschiede. Was ich gelesen habe, irgendwo im Vorbeigehen, ist, dass es wohl etwas leichter ist. Okay, wenn man jetzt meint, dass man bei der Zündung unbedingt das ganz große Gewichtsproblem hat. Na gut. Da fehlt mir ehrlich gesagt noch ein bisschen der Hintergrund, da muss ich auch noch ein bisschen mehr und tiefer mich mit auseinandersetzen, um dann wirklich genau zu sagen, okay, und genau deswegen benutzt man das jetzt. Kommt aber noch, wie gesagt, ich habe in letzter Zeit irgendwie ziemlich wenig Zeit gehabt. Ich bin auch jetzt gerade noch etwas im Stress. Ich hoffe, das gibt sich dann irgendwann und dann habe ich auch mal Zeit für sowas. Sommerloch kommt bestimmt. Ja, wir sind mittendrin im Sommerloch. Das ist ja das Problem. Merke ich nicht wirklich was von. Irgendwo in Russland wurde doch jetzt war das in Russland oder in Polen oder so? Da haben sie einen 6 Meter Python gesucht. Ist ja immer im Sommerloch so, dass man irgendwelche Alligatoren im Baggerteich oder so sucht. Ja, also wer Sommerloch haben will, muss nach Russland fahren, oder wie? Ja, irgendwie, ich weiß nicht, Russland, Polen, irgendwo Osteuropa auf jeden Fall. Ja, Polen fahre ich wahrscheinlich, das ist ja noch in Urlaub. Ende September. Vielleicht werde ich auf dem Rückweg auch in Peenemünde vorbeikommen, schauen wir mal. Ja, verdammt nochmal, da will ich auch nochmal hin, aber ist zurzeit nicht drin, weil einfach sinnlos viel Touristenkram und Urlaube und so, ne? Ja. Weil ist halt Sommer. Ist Sommer. Okay. Brotstühle hat auch noch 2 Kommentare sogar geschrieben. Einmal, ja, von der Daily Show haben die irgendwie Leute bei dieser Rallye von Trump interviewt, wo er über Space Force geredet haben. Und die Leute irgendwie wussten wirklich auch nicht, was Space Force sein soll. Moment, was ich noch vergessen hatte. Beim ETID, was so der Nachfolger von dem Oberstufentriebwerk ist, das gerade getestet wurde in Lampolzhausen, da soll natürlich auch Laserzündung, da ist die Laserzündung mit dabei, zusätzlich zu 3D-Druck und so weiter. Ich glaube, dass ich das erwähnt hatte, aber ich bin mir nicht mehr sicher. Ja. Okay. Kann ich weitermachen? Moment, oder noch was? Der Johannes hat auch noch gesagt, wir sollen nicht mehr Deep Space Gateway sagen, sondern? Das heißt Lunar Orbital Platform Gateway. Catchy. Catchy, ja.
Ist mir ehrlich gesagt neu. hat aber schon einen Wikipedia-Eintrag. Dann muss es stimmen. Dann muss es stimmen, ne? ja. Kann ich weitermachen? Ich erteile Ihnen das Wort. Danke, danke, Mr. Speaker. Also die Brotstulle hat zwei Kommentare geschrieben, einmal Daily Show und dann hat sie noch auf ein Video verlinkt von unserem Lieblings-YouTuber, jetzt fängt es auch automatisch an zu spielen natürlich, Scott Manley, der über das Ende der Protonrakete gevideot hat, was wir auch besprochen haben letztes Mal. Und darin wird auch erklärt, dass sie mal ein Mockup der Protonrakete in der Entwicklung mit Wodka gefüllt haben. Ja, und Wodka hat ja natürlich eine sehr unangenehme Eigenschaft, fast schon eine Quanteneigenschaft, weil wenn man ein, also nicht Wodka, es ist halt letzten Endes hochprozentiger Alkohol. Hochprozentiger Alkohol als Raketentreibstoff hat eine sehr unangenehme Eigenschaft. Man muss ab und zu mal gucken, was für eine Dichte der hat, um zu sehen, ob der Wassergehalt nicht zu hoch geworden ist, nicht, dass der Alkohol Wasser aus der Luft aufgenommen hat. Das Problem ist nur, wenn man die Dichte des Alkohols in dem Tank bestimmt, dann kann man nicht mehr die Menge des Alkohols in dem Tank so ganz genau hinterher sagen. Ist meistens weniger. Hatten die Nazis damit auch Probleme? Ja. Okay. Deswegen, da kennst du es wahrscheinlich. Ja, wahrscheinlich habe ich das da irgendwo gehört. Aber ja, ist halt so der Klassiker, ne? Trinkbarer Raketentreibstoff ist so ohne Vergällungsmittel und so. Vergällungsmittel? Ja, Vergällungsmittel. Erklär mal. Ich hab hier auch Brennspiritus. Naja, das ist so bitteres Zeugs irgendwie. Also irgendwie Zeugs, das es irgendwie ungenießbar macht. Aha, damit Kinder das nicht trinken oder was? Zum Bleistift, ja. Okay, ich meine, wer jetzt ernsthafter Alkoholiker ist, der trinkt es dann trotzdem. Mhm. Es gab Zeiten, da hat man grundsätzlich Ethanol dann nochmal mit Methanol gemischt. Das hat dann zu diversen Toten geführt. So Prohibition und so. Mhm. Da war man nicht übermäßig, was ist das Gegenteil von skrupellos? Also man war skrupellos. Man hatte keine Skrupel. Ja, genau. Gut, dann kommen wir zu den Themen. Erstes Thema ist von mir. Oder hast du noch was? Möchtest du noch was sagen? Hab ich noch was? Nein, das nullte Thema. Das nullte Thema. Haben wir ein nulltes Thema? Ach, wir haben ein nulltes Thema. Genau. Wir haben ein nulltes Thema. Weil wir nummerieren immer unsere Themen vor der Sendung durch und dann fällt Frank auf, dass er doch lieber ein Thema am Anfang setzen möchte und dann wird das nullte Thema. Ja, und irgendwann werden wir nochmal das Minus Erste haben oder Null und Sternchen oder so. Aber jetzt, das werden wir schon noch. Wir haben zu viel Leerlauf. Jetzt red mal. Ich rede doch die ganze Zeit. Ja, aber über die Themen, über Raumfahrt. Ja, was mir zwischendurch aufgefallen ist, es gibt Ionentriebwerke mit Jod. Das ist nicht nur deshalb witzig, weil Jod so ähnlich wie Ion klingt, nur ein Buchstabenunterschied. Es hat tatsächlich gewisse Vorteile. Zurzeit benutzen die meisten Ionentriebwerke Xenon. Mhm. Und Xenon hat einfach, ist halt Edelgas. Hat den großen Vorteil, das reagiert mit nichts, ist relativ verträglich mit allem Möglichen. Gleichzeitig ist es ein sehr schweres Edelgas und das heißt, wenn man sich so an das gute alte Idealgasgesetz erinnert, so PV ist NKT irgendwas und N ist die Menge und ich erkläre die Formel jetzt nicht im Einzelnen. Jedenfalls, umso schwerer das einzelne Molekül ist, oder das einzelne Atom ist, umso mehr davon passt von der Masse her rein beim gleichen Druck. Sonst braucht man mehr Druck, um die gleiche Masse in den Tank zu kriegen. Und selbst bei Xenon heißt das, man braucht einen Tank, der ziemlich viel Druck aushalten kann, um da ordentliche Mengen unterzubringen. Wenn man aber sowas nimmt wie Jod, dann hat man das Problem nicht, weil Jod ist bei verträglichen Temperaturen, so bei Zimmertemperatur einfach fest. Und hat von daher keinen Druck.
Und wenn man es ein bisschen aufheizt, dann hat es einen sehr, sehr schwachen Druck, irgendwie so im Millibar-Bereich oder sonst was, soll heißen, man braucht eigentlich nur irgendwie einen gasdichten Behälter und fertig ist. Hat also sehr große Vorteile, weil der Behälter, der Treibstoffbehälter, kann damit sehr, sehr leicht werden und man hat trotzdem relativ ordentliche Menge an Treibstoff noch dabei. Was besonders wichtig ist, wenn man einen sehr kleinen Satelliten hat, in dem man das Ding unterbringen will. Und wir erinnern uns an die erste SLS-Mission, die irgendwann mal um den Mond fliegen soll und eine Orion-Kapsel, glaube ich, mitnehmen soll ohne Menschen. Da sollen auch diverse kleinere Missionen dabei sein und eine davon nennt sich Lunar Cube. Und bei Lunar Cube soll dann tatsächlich so ein Triebwerk dabei sein. Also das ist ein 6U-CubeSat, also 30 mal 20 mal 10 Zentimeter, also nicht sehr groß das Ding, aber hat ein eigenes Ionentriebwerk, gebaut von der Firma Busek. Und das ist ein Triebwerk, wie man es halt als Ionentriebwerk ganz klassisch kennt, so heißen mit Gitter hinten dran, an dem dann eine Spannung angelegt wird, irgendwas um die 2000 Volt, also paar tausend Volt sind es, ja, 2000 Volt, mit dem das Ganze dann betrieben und beschleunigt wird. Ja, fand ich einfach überraschend, weil es halt schöne kleine Technik und mal ein anderer Treibstoff, der sich halt auch tatsächlich lohnt. Wieso lohnt sich Xenon nicht? Ja, ich meinte halt wegen dem Druck. Also du brauchst halt der Treibstoffbehälter muss halt wirklich bloß dicht sein, ne? Muss halt bloß dicht halten und mehr nicht. Und im Ausgleich kriegt man dann halt einen spezifischen Impuls von 3500 Sekunden, so da heißen 35 Kilometern pro Sekunde hinten raus, was 10-mal so viel ist, was zum Beispiel die Firma Hydros oder der Hydros Booster oder wie auch immer hinkriegt, was demnächst auch starten soll. Ich glaube sogar bei der gleichen Mission. Was die machen ist, die nehmen einfach Wasser mit und das Wasser wird dann durch Strom halt zerlegt in Sauerstoff und Wasserstoff und das wird dann im Raketentriebwerk verbrannt. Und die kommen nur so auf ein bisschen mehr als 300 Sekunden beziehungsweise 3 Kilometer pro Sekunde an Austrittsgeschwindigkeit. Das klingt etwas merkwürdig, weil meistens kommt man ja mit Wasserstoff und Sauerstoff eher so auf 4500 als auf 3500. Aber da benutzt man mehr Wasserstoff, weil das einfach effizienter ist. Da dient dann ein Teil der Verbrennung von Sauerstoff und Wasserstoff einfach nur dazu, den Wasserstoff aufzuheizen. Und Wasserstoffmoleküle an sich, wenn die sehr leicht sind, weil die sehr leicht sind, sind die sehr schnell unterwegs, wenn sie einfach nur aufgeheizt werden. Und deshalb lohnt es sich tatsächlich, mehr Wasserstoff als Sauerstoff zu benutzen, also überschüssigen Wasserstoff in dem Triebwerk zu haben, sodass es insgesamt effizienter wird. Und wenn man einfach bloß so im chemischen Idealverhältnis das Ganze verbrennt, dann hat man am Ende eine schlechtere Effizienz. Ja, und das ist halt das, was die machen wollen. Ja, ein richtiges Ionentriebwerk hat nicht ganz den gleichen Schub. Logischerweise, die sagen hier 1,4 Millinewton. 1 Newton sind sowas wie 100 Gramm. 1,4 Millinewton sind dann entsprechend weniger. Ich bin gerade schlecht im Rechnen in dem Moment. 1,4 Mikrogramm dann höchstwahrscheinlich. Nee, Blödsinn. Da darfst du mich nicht fragen. Ich bin noch schlechter am Warte mal. Rechnen. Dauerhaft. 1,4 Newton sind 140 Gramm. Also die gleiche Kraft wie 140 Gramm. Demzufolge sind 1,4 Millinewton das gleiche wie 140 Milligramm, also 0,14 Gramm. So heißen, man stelle sich vor, man hat einen Würfel, also einen Zuckerwürfel und nimmt davon eine Ecke weg und legt das so auf die Hand und
ist erstaunt in Anbetracht der hohen Kraft, die jetzt auf die Hand wirkt. Das ist die Kraft, mit der dann der CubeSat angetrieben wird. Aber stell dir jetzt vor, deine Hand ist schwere in der Schwerelosigkeit. Und ja, genau. Dann, wenn du das dann lang genug machst und du bist in der Schwerelosigkeit, dann fängst du langsam an, dich zu rotieren und irgendwann so schlimm, dass deine Hand abfliegt. Einfach bloß durch. Ja, okay, bis dahin bist du eh schon. That's the way the cookie crumbles. Also vier, das sind dann wie viel waren es? 1,4 Millinewton pro Sekunde? Nee, Millinewton ist einfach die Kraft. Und dann kannst du ausrechnen, Kraft ist Masse mal Beschleunigung, wie viel beschleunigt wird. Kraft ist Masse, also die Masse ist ja 1,4 Gramm. Genau. Mal Beschleunigung. Mal Beschleunigung, ja. Und das ist auch das, was bei Newton rauskommt, ne? Das sind einfach bloß Kilogramm. Da bräuchte ich jetzt ein Whiteboard zu. Also wir haben 1,4 Millinewton gleich, da muss man, das ist Dreisatz, oder? Da muss man das umstellen. Genau. Also 1,4 Newton geteilt durch 1,4 Gramm ist 1. Kraft 1,4 Newton ist gleich Masse. Wie viel Masse wollen wir beschleunigen? Also wie viel das Raumschiff wiegt? Genau. Bitte irgendwas mit 1,4 oder 14 sagen. Sagen wir mal 14 Kilogramm, ist ein CubeSat. Okay, genau. Das ist immer der Standardtrick. Also man nimmt immer Zahlen, die sich gut rechnen lassen. Also genau. Bitte, wenn ihr irgendwie anfangt zu rechnen, bitte überlegt euch Zahlen. Also haben wir jetzt 1,4 durch 14. Warte, ich rechne das, ich habe das im Kopf immer so, Kraft auf der einen Seite, 1,4 Millinewton, dann 14 Kilogramm mal Beschleunigung, so, okay. Wir wollen ja die Beschleunigung rausfinden. Genau, wir haben jetzt 0,0014 Newton geteilt durch 14. Dann würde ich sagen, sind das 0,0001 Meter pro Quadratsekunde. Also Meter pro Sekunde pro Sekunde. Genau. 0,001 habe ich gesagt, ne? Dann wäre das 1 Millimeter pro Quadratsekunde. Also jede Sekunde wird es um 1 Millimeter pro Sekunde schneller. Okay, warte kurz. Und wenn ich mich jetzt um eine Kommastelle verrechnet habe, dann habe ich mich um eine Kommastelle verrechnet. Also dann haben wir 60 Sekunden mal 60 mit 3600 geteilt durch 10 sind 360, geteilt durch 100 sind, also ist man nach einer Stunde bei 3,6 Meter pro Sekunde. Genau. Ha, Mathematik. Just works. Ne? Ja, es kann auch sein, dass ich mich irgendwie um eine Kommastelle verrechnet habe, dann dauert es halt irgendwie 10 Stunden statt eine Stunde oder sowas. Ja. Ja, aber wenn man hat am Tag halt 24 Stunden Zeit, ne? Mhm. Und im Jahr hat man 8760 Stunden Zeit und so mit der Zeit läppert sich das. Also nach dem Tag ist man dann schon bei mehr als 86 Meter pro Sekunde. Wie schnell ist Voyager? Nein, das sind eher so Kilometer pro Sekunde. Also so 30 oder so. Also so hoch kommst du da nicht, weil Voyager hat ein paar fiese Tricks ausgenutzt. Ja, Gravity Assist und solche Sachen. Naja, fiese Tricks im Sinne von, also erstens, die Erde fliegt ja schon mal mit 30 Kilometern pro Sekunde. Ja. Das ist hilfreich. Dann kannst du sowas ausnutzen wie den Oberth-Effekt. Also man könnte ja meinen, okay, Fluchtgeschwindigkeit von der Erde sind 11,4 Sekunden, Kilometer pro Sekunde. Also muss ich meine Rakete um 11,4 Kilometer pro Sekunde beschleunigen. Und wenn ich dann außerdem noch ein Stück schneller sein will, was ich ja sein muss, wenn ich irgendwie von der Sonne wegfliegen will, dann muss ich halt das noch oben drauf packen. Günstigerweise ist es so, du addierst da nicht einfach. Also das Ganze ist etwas komplizierter, aber es ist vor allen Dingen etwas günstiger als das. Letzten Endes musst du die kinetische Energie dann ausrechnen, wie viel du da hattest gerade und ja.
kann ich jetzt sinnvoll was ausrechnen? Ich schnapp mir mal den Taschenrechner bzw. mein Handy und sage, wir. Ich glaube, die Leute haben schon abgeschaltet. Wir können auch einfach weitermachen ohne Taschenrechner. Ich befürchte, dass gerade unsere Hörerzahlen in den Negativbereich gerutscht sind. Juhu! Gut, dann kommt wieder her, damit wir keine Zuhörer mehr haben. Endlich keine Hörer mehr. Endlich keine Hörer mehr. Und, aber nur, wenn noch ein paar Leute dazukommen, sonst nicht. wir schulden sozusagen Leuten jetzt Hörer. Ja, ja. Ich muss einen Hörerkredit aufnehmen. Nee, ich glaube, Zahlen irgendwie live rechnen im Podcast ist irgendwie suboptimal. Würde ich auch behaupten. Also der Luna Cube hat ein Iod-Ionentriebwerk. Das ist super einfach auszusprechen. Ja, super, ne? Und das fliegt mit SLS um den Mond irgendwann 2304. Ja. Irgendwie so um den Dreh, ja. Genau. Ich weiß jetzt gar nicht, woher das Wort Ion kommt. Ion? Bestimmt was Griechisches. Ja, bei Elektronen weiß ich es, das ist einfach Bernstein. Aber Ion? Boah. Ion, Google weiß doch sowas. Ja, meistens, ne? Begriffsgeschichte. Vom altgriechischen Ion, das Gehende, das Wandernde. Partizip Präsens aktiv Neutrum von Ienai, Gehen. Okay, jedenfalls hat das was mit Laufen zu tun. Das andere ist Bernstein. Ja, das war sie auch, weil der hat mal so ein Grieche so ein Stück Bernstein an einer Katze gerubbelt und dann hat's gebritzelt. Genau, irgend sowas. Rubbelt die Katze. Können wir zu meinem Thema übergehen oder unterbrichst du mich dann in eine Minute, während ich angefangen habe, weil dir da noch was eingefallen ist? Mir fällt nur gerade was auf. Du hast ein Thema vergessen. Nämlich? Das, was direkt nach dem ersten Thema steht, erstes Halbjahr 2018, Stadtberichtplan. Das machen wir. Machen wir das einfach jetzt, wo ich es schon angesprochen habe. Okay, machen wir das einfach jetzt. Genau, also wie euch aufgefallen ist, ist 2018 schon wieder halb vorbei. Es geht viel zu schnell. Ich prangere das an, das Jahr, das sollte noch ein bisschen was dauern. Ja. Und wir können mal so einen Halbjahresbericht machen, was denn schon so an Raketen gestartet sind. Glücklicherweise müssen wir das nicht selber zählen, weil es gibt schlaue Reporter, die das für uns gemacht haben. Und die berichten, dass bis Ende Juni 2018 55 Raketen gestartet sind, was viel ist, verhältnismäßig, im Vergleich zu den letzten Jahren. Für die Welt nach dem Kalten Krieg ist das relativ viel. Genau. Wenn man das runterbricht, sind das ein Start alle 3,29 Tage oder alle 79 Stunden. Ja, der Elon Musk will ja auf unter einen Tag kommen. Ja, nicht nur der. Also hast du mal angehört, was Vector Space Systems so alles sagt? Ja, ja. für das zweite Halbjahr sind ein bisschen weniger Starts geplant, nämlich 42. Und das könnte auf eine Gesamtzahl von etwa 97 Starts 2018 kommen. Es werden wahrscheinlich weniger werden. Mehr ist immer fragwürdig, aber ich glaube, es werden eher weniger, dass hinten am Jahresende noch welche hinten überfallen ins nächste Jahr. Hat der irgendwo hingeschrieben, was noch geplant ist, welches noch geplant sind, welche er mit aufgenommen hat? Warte mal kurz. Hier, das ist ja der Parabolic Arc. Ja, nein, hat er nicht. Ich frage mich halt bloß gerade, weil ich nicht weiß, was da aus China eventuell von den Privaten noch alles kommen könnte. Ja, das kann sein, aber es ist ja auch immer tendenziell so, dass hinten was überfällt. Ja, und also erstens das, zweitens, ich weiß halt nicht. Du hast noch so ein paar Leute wie Vector Space Systems, die ja angekündigt haben, sie wollen es versuchen dieses Jahr. Wer weiß, die Electron-Rakete ist immer noch nicht gestartet. Also einmal schon, aber noch nicht das zweite angekündigte Mal jetzt. Also da passiert noch was ein bisschen. Ja, da wird noch ein bisschen was kommen. Mal schauen. Genau. Was interessant ist, China und USA sind jeweils gleich auf, was die Startversuche angeht. USA hatte einen Startfehlschlag. Ich glaube, ich weiß gerade nicht, was das war. War das Summa? Kann durchaus sein. Also Zuma ist das einzige. Die prügeln sich aber ganz schön.
Entschuldigung, Schock hat England gegen Kroatien nebenbei. Also was ich spannend finde, weil China ist jetzt quasi der, wenn man von den erfolgreichen Starts geht, das beste Startland zurzeit. Russland, die eigentliche Raumfahrtnation, hat dieses Jahr nur 9 Starts hingekriegt. Ja, Russland geht's nicht gut. Da werden wir auch noch drauf kommen heute. Genau. Es sind wir auch, also Rogozin und so, ihr habt ja gehört, irgendwie bei Khrunichev werden 2/3 aller Arbeitsplätze abgeschafft. Das ist kein gutes Zeichen so generell für die russische Raumfahrt. Das wird sich alles wieder ändern. Dass Russland der einzige Weg zur ISS sein wird, das wird sich in den nächsten Jahren auch wieder massiv ändern. Ja, wobei ich da vorhin habe ich da ein paar Tweets gelesen, die das zumindest noch etwas hinauszögern werden. Ja, aber es deutet sich halt darauf hin, dass so sich die Raumfahrtlage Richtung China verlagern wird, generell weg von Russland. Ja, also so die ganz große Raumfahrtnation, das ist, im Prinzip ist das jetzt schon China. China ist vor die USA gerückt, nicht im ersten Halbjahr, aber jetzt direkt irgendwie, wann war das jetzt? Vor 2-3 Tagen war das, ne? Mhm. Innerhalb von 24 Stunden 2 Starts und damit sind sie dann drüber gewesen. Ja, also das ist China, also ich sag ja, der erste Mensch auf dem Mars wird Chinesisch sprechen. Ja, sehr gut möglich. Die NASA hat halt gesagt, ja, irgendwie die Commercial Crew wird wohl nicht so, wie man sich das geplant hat. Wird Wieso? Verschoben auf Januar, Februar 2019. Aha, also noch nicht, also nicht mehr dieses Jahr. Nee, nicht mehr dieses Jahr. Ja, also da ist noch ein bisschen, es gibt einen Rechtsruck in der Zeitline, in der Zeitlinie. Ja, solange es, also Rechtsruck gibt es ja tendenziell gerade sehr viel. Solange es mal in der Zeit, im Zeitstrahl ist, bin ich ja. Ja. Beruhigt. Oder wie man im Chinesischen sagt, es geht abwärts. Da ist die Zukunft. Wie? Zukunft ist gerne mal abwärts bei denen. Aha. Also das nächste Jahr ist das Jahr darunter. Ah, okay, das ist interessant. Ja. Weil die von oben nach unten schreiben, oder was? Wahrscheinlich. Ja, keine Ahnung, ich weiß, bloß, dass so ausgedrückt wird. Nach Russland kommt Japan mit 4 Starts, dann Indien mit 3, Europa mit nur 2. Gab es dieses Jahr nur 2 Starts von Kourou? Nee, sind ja etwas auf die schiefe Bahn gekommen, ne? Das erscheint mir wenig. Ja. Wie gesagt, die sind halt sehr auf die schiefe Bahn gekommen, im wahrsten Sinne des Wortes mit der Ariane 5, ne? Ja. Und dann wurde ja erstmal Kourou mehr oder weniger gesperrt, weil die erstmal gucken mussten, woran hat es denn jetzt gelegen, wieso ist denn hier die Range und so. Mhm. Moment, eine Soyuz von Französisch-Guyana ist bei Russland mit dabei. Europa, du hast recht, irgendwie ein Partial Failure, das ist die Ariane 5 gewesen, die nicht wollte, und das, eine Vega-Rakete hat man nicht. Nee, das ist wenig. Schade. Ja. Schade auch für Europa. Dann Neuseeland mit einem Start, das ist halt Rocket Labs. Electron. Ja. Nicht Rocket Labs, Electron. Doch, genau. Die Firma heißt Rocket Labs und die Rakete heißt Electron, so rum ist es. Die genau. Ja jetzt auch nach in die USA expandieren wollen. Die schauen gerade nach einem Startplatz in den USA. Ja, irgendwann im August wollen die sagen. Genau, die haben doch. Wenn es denn nun geht. Genau, haben irgendwie vier Standorte zur Auswahl, ne? Vandenberg, Wallops. Wallops, Cape Canaveral und was vierte? Das war's dann. Achso, Alaska ist. Wo ist Wallops? Wallops, das ist da, wo die Antares-Rakete explodiert ist. Ja, aber regional meine ich. Georgia, glaube ich. Okay. Irgendwo Ostküste jedenfalls. Gut. Space Coast. Ja, und was ich spannend finde, bei den 18 Starts der USA sind 11 Falcon 9 Raketen dabei. Wenn man jetzt sozusagen sagt, okay, SpaceX ist so fast schon die eigene Raumfahrtnation, das war ja mal bei uns ein Folgetitel, Raumfahrtnation SpaceX, dann ist die USA ganz weit unten, also was die ULA angeht. Also. Ja, ULA macht nicht mehr so viel. Die haben ja auch Der Start der Pegasus-Rakete, der ist ja auch irgendwie verschoben worden. Genau. Nicht mehr. Ja, das ist alles nicht so gut.
Da schauen wir nochmal nach China. Da sind 7 Lange Marsch 2 Raketen gestartet, 5 Lange Marsch 3, 4 Lange Marsch 4 und 2 Lange Marsch 11 Raketen. Ja, mal gucken, haben die das noch, hatte er das nochmal aufgegliedert nach Start? Ja, Startplatz. Er hat nochmal nach Startplatz. Ja. Xichang, darum ging es mir vor allen Dingen. Xichang sind 8 Starts gewesen, so heißen 8-mal ist irgendwo in Guizhou Zeugs runtergekommen. Ja. Was schlecht ist. Also, weil vor allen Dingen, was nicht auftaucht, das ist das Problem. Und das ist Wenchang. Weil eigentlich hieß es ja, so schnell wie es geht, wollen wir jetzt langsam nach Wenchang ausweichen. Die haben ja noch ein Weltraumbahnhof unten in Hainan, also die südliche Insel von China aus gesehen. Da ist im Süden nochmal so eine Insel, die ungefähr genauso groß ist wie Taiwan. Die nennt sich Hainan. Und da ist halt nochmal ein nochmal ein Weltraumbahnhof drauf. Und da wird leider zurzeit nichts gestartet, weil da werden nur Lange Marsch 5 und Lange Marsch 7 Raketen gestartet, glaube ich. Lange Marsch 6, müsste ich gucken, ob die von dort gestartet werden. Ich glaube, die werden von woanders. Ich glaube, das war irgendwo im Norden. Da ist das schlichte Problem, dass die Lange Marsch 5 Rakete noch in Reparatur ist sozusagen. Die ist ja beim letzten Mal nicht dahin gekommen, wo sie hingehen sollte, weil Triebwerk hatte irgendwie ein Problem mit der Turbopumpe und soll dieses Jahr irgendwie das nächste Mal fliegen und dann wird der langsam aber sicher wieder in Betrieb genommen. Von dort aus fliegen dann noch alle Raketen, die die Raumstation von China aufbauen werden. Und da gibt es jetzt endlich eine Timeline, glaube ich. Das erste Modul soll 2020, dann 21 und 22 die anderen beiden gestartet werden. Von China? Von China, also für die chinesische Raumstation. Ja, davon auch noch dran. Moment. Die Susanne Auer hatte es. Die gute alte Susanne Auer hatte es, nie so alt ist die nicht, wollte sie nicht beleidigen, hatte das Ganze getwittert, wie hießen sie alle, Tianhe wird 2020, das ist das mittlere Modul und die anderen beiden, Wentian und Mengtian oder Mengtian, werden dann im Anschluss noch gestartet. Wann genau das optische Modul, also dieses Hubble Space Teleskop nach Folge inspirierte, was auch immer Dingens gestartet wird, das steht da noch nicht dabei. Also ich habe noch mal nachgeschaut, Wallops Island ist in Virginia. Virginia, nicht Georgia. Ja. Genau, okay. das ist so eine vorgelagerte Marshland-Region östlich, also so südöstlich von Washington D.C. Ja. Interessant. Ja, die haben durchaus einige Raketenstartplätze, die man nicht unbedingt immer so auf dem Radar hat. Ja. Gut, das soll zum zweiten Halbjahr vom ersten Halbjahr 2018 gewesen sein. Das zweite Halbjahr kommt ja erst noch, zum Glück. Jo. Und was da passiert, das schauen wir dann im halben Jahr, was dann da passiert ist. Ob noch irgendwelche Commercial Crew Flights vielleicht doch noch gemacht wurden. Jo, weiß ja nie. Du hast Neuigkeiten vom roten Planeten oder beziehungsweise von Dingen, die man dort machen will, genau, der die rote, ich mir noch nicht durchgelesen habe. Der rote Planet ist ja gerade so ein bisschen der beige Planet. Ich glaube, es stürmt immer noch. Es stürmt noch, ja, tut es. Ja. Opportunity, wir haben den 11. Juli, Opportunity hat sich immer noch nicht wieder gemeldet. Ja, wenn es so stürmt, wird er noch keinen Strom haben. Ja, genau. Und wir nehmen das jetzt einfach so hin und sagen einfach, alles ist gut. Du weißt, welches Comic-Panel ich jetzt gerade im Kopf habe. Nein. Das mit dem Hund, wo alles dahinter brennt und so. Achso, genau, everything is fine. Fine. Ja, du weißt ja, Barbarossa schläft ja auch noch im Kyffhäuser und ja. Er schläft nur. Das erinnert mich jetzt auch gerade an hier Lars Fischer.
Der hat ja spontan einen Saugroboter gekauft und ist auch bei der Namenssuche. Und irgendwie auf der Shortlist steht ganz oben Opportunity. Ja, vielleicht weil er so zuverlässig ist. Ich glaube, das hat eher was mit Staub zu tun. Ja, weil er so gut Staub abkann. Möglich. Gut, also jetzt soll es nicht um Stürme und Opportunity gehen, sondern um eine zukünftige Mission, nämlich die Mars Sample Return Mission. Ich finde das ganz spannend. Es nimmt langsam Form an, dass in Kooperation zwischen ESA und NASA Mars Sand, Mars Staub, je nachdem, wie man es nennen will, zur Erde geschickt werden soll. Und das ist ein etwas komplizierteres Unterfangen, wie man sich vielleicht vorstellen kann. Weil zuerst mal muss man den Staub einsammeln und man kennt ja so Raumfahrt, da so, geht man nicht einfach in den erstbesten Düner rein und gräbt sich so rein, sondern will natürlich irgendwie einen besonders guten Maß Sand da haben. Und deswegen sammelt man den schon ab 2020 ein. 2020 kommt ja der nächste große Mars Rover von der NASA, wird ja losgeschickt, also das Nachfolgeding von Curiosity. Ja, Bruder. hat zum Glück noch keinen Namen, so dass ich mir den noch nicht merken muss. Ja, vielleicht Ich glaube, da heißt einfach das Mars Rover 2020 ich oder glaube, so. Curiosity wurde auch erst im Flug benannt. Und viele wurde ja auch erst im Flug benannt. Ja, jedenfalls wird der Mars Rover, wie heißt der jetzt? Mars Ja, 2020? da heißt Genau. bisher nur Mars 2020 Rover, Genau. wird den Staub einsammeln und irgendwo lagern. Und 2026 wird dann von der ESA der Mars Sample Fetch Rover, ich hoffe, er heißt irgendwie Lassie oder so, hol das Stöckchen, hol den Mars-Sand. Also, wenn er von Europa kommt, dann wäre ich aber für Idefix. Ja, genau, Idefix. Idefix und die Rakete heißt dann Obelix, weil sie wie ein Hinkelstein aussieht. Sehr schön. Gleich mal dem Andreas schreiben. Genau, also Idefix und Obelix landen dann, also es wird dann. Weil Asterix haben wir ja schon gehabt, das war der erste französische Genau, genau. Satellit. Also, die müssen noch. Und Miraculix, wer ist das dann? Oh, Das ist der wow. Orbiter. Weil der Lander sieht aus wie so ein Zauberkessel. Ja, okay. Bevor wir jetzt das gesamte Asterix-Universum durchgehen. Verleih nix. Ich war gerade bei Drobalix. Ja, Das ist gut. ja, das ist dann Schrapnelli. Genau, also es wird 2026 hat die NASA nämlich schon einen Mars-Lander geplant und dort wird der Mars-Sample-Fetch-Rover Huckepack fliegen. Und dann sammelt der Mars-Sample-Fetch-Rover die Mars-Sample ein und bringt sie dann zur Landerplattform und packt sie dort mehr oder weniger einfach in eine Rakete rein. Und die Rakete, ja, die hat ihr eigenes Silo und hat auch schon Namen, nämlich Mars Ascent Vehicle, also MAF, wie MAV, wie auch schon bei The Martian die Raketen hießen. Und im Orbit trifft das MA, Deswegen kam mir das so bekannt vor. genau, MAV auf einen Mars-Orbiter, der dann die Probe entgegennehmen wird und sie zurück zur Erde bringen wird, wo dann per Landefähre das Ganze irgendwo über eine Wüste abgeworfen wird. Oder über Wasser. Ich denke mal über eine Wüste. Die wollen das wahrscheinlich nicht verlieren. Und dann wird es untersucht. Und das finde ich doch sehr spannend, weil das wird natürlich dann ein sehr großer Meilenstein, dass erstmal außerplanetarischer Staub willentlich zur Erde gebracht wird. Also unwillentlich kriegen wir ja ständig irgendwie Staub zugeschickt. Also, na Moment, Moment, Moment. Hayabusa hat Staub willentlich zurückgebracht. Ja, aber das ist kein planetarer Staub. Nicht, warte mal, wie hieß denn der andere? Hayabusa Oh, 2. wie hieß dieses Staubding mit dem Tennisschläger und dem Aerogel? Stardust. Stardust, haha, hier, Stardust, genau. Genau, das hat er schon Staub mitgebracht. Okay, aber es ist. 2006. Aber Und du. Hayabusa natürlich. Und Hayabusa 2 wird dem auch definitiv noch davor, noch zuvorkommen. Aber es ist das erste Mal Marsstaub. Das ist ja schon was anderes. Es wird rot Ja, sein. gut. Es wird rot sein, sehr schön.
Aber höchstwahrscheinlich werden die dann sagen, ja, okay, das rote Zeug, das ist halt, ja, was ist das schon? Das ist irgendwie hier Eisenoxid, das wissen wir, was es ist. Bringen uns gefälligst den anderen Staub mit. Wie Ja, das mal halt immer so sehen. ist. Ja. Wir werden sehen. Hoffentlich farbenfroh. Auf jeden Fall sehr spannend. Und warum ich das jetzt alles erzähle, ist, dass die ESA zwei Study Contracts an Airbus vergeben hat, die quasi den ESA-Anteil, also den Rover und was stellen sie noch, glaube ich, den Orbiter. Aber das ist ja lustig. Also die ESA baut den Rover. Die NASA baut den Lander, die ESA baut den Orbiter, aber die NASA baut das Re-Entry-Vehicle. Also jeder macht was anderes. Ja, die Amerikaner sagen wahrscheinlich, hey, wer hat hier die meisten Atombomben gebaut? Wer hat hier demzufolge schon die meisten Reentry-Vehikel gebaut? Wir haben die meiste Erfahrung, also machen wir das. Ja, und dann kann man halt sagen, ist das irgendwie von der NASA gelandet worden? Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe mich da irgendwie auch schon ein bisschen drüber aufgeregt, wie das halt immer so läuft, Auf ne? jeden Fall finde ich das sehr spannend, dass das jetzt schon ein halbwegs konkreter Plan ist. 2019 beim nächsten Ministerialtreffen der ESA soll dann bekannt gegeben werden, welche Rolle genau Airbus in dem ganzen Projekt spielen wird. Und dann wird man wahrscheinlich auch noch konkretere Sachen generell zu der Mission bekannt geben. Das ist ja so ein guter Zeitpunkt, um sowas bekannt zu geben. Jo. Genau. Noch was aus der Ecke? Von dir jetzt? Von dir. Nee, Von dir meine ich ich. bin durch mit meinem Thema. Du bist durch. Na gut. Dann bleiben wir bei der ESA. Und da habe ich. Ich schreibe ja meistens für Golem. Aber ich schreibe seit neuestem auch noch für jemand anderen, nämlich PIQD. PIQD. Das ist so ein Empfehlungsservice für, ja, also kurze Rezensionen zu irgendwelchen Artikeln, wo man dann Artikel empfehlen kann mit Begründung sozusagen. Und ich habe hier einen empfohlen, wo die Begründung allerdings war, ja, im Prinzip ist der gut, aber. Okay, worum ging es in dem Artikel? Ist ein Artikel von der BBC. Und die war mit der ESA unterwegs und hat sich den Bau des P120 Boosters angeguckt, den Feststoffbooster von der Vega-C-Rakete und von der Ariane 6-Rakete, die ja beide den gleichen Feststoffbooster benutzen werden. Und haben eigentlich sehr schön geschildert, wie das Ding gebaut wird. Liest euch das mal durch, das ist eigentlich ganz in Ordnung. Ja, man kann jetzt sicherlich auch noch irgendwelche Videos, wie das Ding gewickelt wird, werde ich auf jeden Fall noch verlinken. Moment. Ja, ist halt interessant. Im Prinzip ist es aber nicht spektakulär, weil der Booster ist letzten Endes eine etwas größere Ausgabe von dem P80 Booster, den die Vega-Rakete derzeit schon benutzt. Das heißt, ein ganz normaler Feststoffbooster mit 80 Tonnen bzw. 88 Tonnen Treibstoff drin. War der P80 Booster und Kohlenfaser außenrum. Genauso wie bei den C4O 23 und C4O 9 Stufen, die da drüber kommen. Also Kohlefaser ist jetzt nicht mehr der allerneueste Schrei, kam in der Raumfahrt sowieso ziemlich spät im Vergleich zu Luftfahrt und Formel 1 und überall. Raumfahrt ist halt ziemlich konservativ, das braucht dann immer eine Weile, bis irgendwie ernsthaft neue Technik kommt. Und wird jetzt halt gebaut. Was mich da allerdings ernsthaft aufregt, ist, dass die ESA behauptet, es wäre der größte Feststoffbooster, der größte, wie hieß es immer, der größte Feststoffbooster der Welt, der jemals an einem Stück gebaut wurde. Du meinst jetzt die Der P120 Engine? P120, Ja. der P120. Der ist natürlich noch mal ein Stück größer als der P80, klar. Wie die auf 120 gekommen sind, ist mir nicht ganz klar, weil das Ding hat 144 Tonnen Treibstoff drin. Beim 120 P80. 120 klingt einfach fesch. Ja, ich glaube, die haben sich da irgendwie auf eine Regelung geeinigt, dass sie gesagt haben, das Ding heißt P120 und was die Menge an Treibstoff angeht, das legt man dann irgendwann mal fest. Irgendwie so kam mir das ein bisschen vor. Ja, besser als wenn es weniger als 120 Tonnen Treibstoff hätte. Ja,
Naja, ich sag mal, die ESA hat eine Geschichte, dass Dinge eher größer werden als kleiner. Ja, Problem ist, P120 Booster ist mitnichten der größte jemals aus einem Stück gebaute Feststoffbooster der Welt. Man merkt schon an diesem etwas komplizierten Superlativ, dass da erstens so ein Sternchen dabei ist im Sinne von, ja, das Space Shuttle hat halt Treibstoff, also Feststoffbooster, die aus vier Segmenten aufgebaut waren und jedes dieser vier Segmente hatte 150 Tonnen Treibstoff. Hoppla. Also schon in der Richtung stimmt's nicht, weil ein Segment von denen ist letztens genauso groß wie so ein P120 Booster. Da klappt's schon nicht. Und dann ist da noch die Sache mit dem AJ-260. AJ-260, AJ steht für Aerojet und 260 steht für den Durchmesser in Zoll. P120 Booster hat den üblichen Durchmesser von Feststoffboostern, der abgeleitet ist von der doppelten Breite von einem Pferdearsch oder so. Wie das halt so ist, also irgendwie so bahntransportkompatibel oder irgend sowas ist das, was da die Beschränkung vorgegeben hat, 3 Meter irgendwas. Und 260 Zoll, das sind 6,5 Meter, also 6,6 Meter. So heißen, das Ding ist schon ein richtig großer Wummer, was die damals gebaut haben. Und wenn ich sage damals, meine ich die 1960er Jahre. Man war sich nämlich zu Zeiten des Apollo-Programms nicht völlig sicher, ob man es jemals schaffen wird, dieses F1-Triebwerk, was ja in der ersten Stufe 5-mal verbaut wurde, tatsächlich zum Laufen kriegt. Gab es diverse Entwicklungsprobleme. Und testen konnte man es auch nicht. Testen konnte man es. Man hat das mit allem Da war es Möglichen dann nur getestet. kaputt. Aber also. Inklusive, naja, doch, nö, das konnte man schon machen. Hat man auch sehr ausgiebig getan und Aber war das nicht hat so, halt dass so. der Treibstoff so ätzend war, dass der die Triebwerke verätzt hat? Nee, Oder war das das J? falsches Triebwerk, falsches Triebwerk. War das das J2 oder was? Keine Ahnung, ich glaube, das ist das falsche Triebwerk, was du jetzt meinst. Okay. Habe ich irgendwann mal bei einer Dokumentation gehört. Nee, das muss, ha, Oder war das bei muss den Mac? eine von den Titanraketen oder Ah, sowas gewesen okay. sein. Okay, gut. Also irgendwie eine von den kleineren, wo halt so Säure und ähnliches Zeugs mit drin war. Nee, F1-Triebwerk. Wie gesagt, gab es diverse Entwicklungsprobleme, weil riesengroße Brennkammer und Verbrennungsinstabilitäten und alles Mögliche, was man da an Problemen hatte. Und dann hat man gesagt, okay, wir brauchen einen Plan B plus zur Sicherheit. Und das Projekt AJ-260, beziehungsweise auch das 260-Zoll-Programm, das war die Alternative. Man baut einen riesengroßen Feststoffbooster. Mit geplanter Treibstoffmenge von so ungefähr 1500 Tonnen Treibstoff. Und ja, gut, da kann der P120 mit seinen 144 Tonnen Treibstoff irgendwie, also ja, sich peinlich bemüht in die Ecke stellen. Und vor allen Dingen, das Ding wurde getestet. Einmal auch in Originalgröße, das hat nicht ganz funktioniert, aber davor hatte man es schon zweimal in halber Größe erfolgreich getestet gehabt. So heißen, die größten jemals gebauten Feststoffbooster hatten sowas wie 740 Tonnen Treibstoff gehabt. Und die wurden auch damals an einem Stück gebaut, weil diese segmentierte Bauweise, das war neumodischer Kram, der kam dann erst später auf. Also heißen, damals war das einfach selbstverständlich so und heutzutage versucht man dann wieder zu sagen, ja, aber unsere ist nicht segmentiert. Ja, sehr merkwürdige Argumentation wieder mal. Irgendwie muss man das ja bewerben. Dieses P120, das wird der Feststoff, also wird der Booster der Ariane 6 und die erste Stufe der Der Vega. Vega C. Das finde ich auch spannend. Also die Vega wird dann einfach, also dass man da für beides den gleichen Booster verwenden kann, ist natürlich praktisch. Also macht es effizient. Ja, Ich weiß nicht, wie du das siehst. ich glaube, das war irgendwie auch mehr oder weniger Absicht gewesen, weil der P80 Booster, den man davor hatte, ist letzten Endes die gleiche Größe, die ein Segment von den Boostern hatte von der Ariane 5 Rakete. Nur, dass man halt nicht ein Stahlgehäuse genommen hat, sondern eins aus Kohlefaser.
Und ansonsten gleicher Durchmesser. Also ich glaube, das hat man von Anfang an so geplant gehabt, irgendwie, dass man das austauschen kann irgendwann. Dass man das irgendwann vereinigen kann. Und es regt mich halt tierisch auf, dass die jetzt so überall rumgehen und sagen, ja, das ist der größte der Welt und dabei ist der größte, der erfolgreich getestet wurde, war 5-mal so groß und der größte, der jemals gebaut wurde, war einfach 10-mal so groß. Und der hat weitgehend funktioniert, das war bloß ganz am Ende, hat sich die Düse gelöst, wurde ausgestoßen und naja, hätte man halt etwas solider montieren müssen, das hätte man auch noch machen können, aber ich glaube, der Test war 1969 und zu dem Zeitpunkt war einfach F1-Triebwerk war zu Ende entwickelt und man brauchte die Alternative nicht mehr. Wieso soll man dann noch anfangen, das Ding zu Ende zu entwickeln, weil brauchte niemand mehr. Und auch nicht für andere Projekte, also Saturn war das Plus Ultra oder was? Es gab ja noch dieses Nova-Projekt, dass man irgendwie was noch Größeres baut für irgendwelche Mars-Missionen dann. Es gab auch Projekte, dass man eine billigere Saturn-Rakete baut. Aber da war man dann halt eher so in Richtung halt was Kleineres zu nehmen. Nicht dieses ganz große Ding mit den 1500 Tonnen, sondern wahrscheinlich hätte man dann dieses 740-Tonnen-Ding genommen. Guckt euch mal das Ding, was ich bei PICT geschrieben habe, an. Da sind entsprechende Links dabei. Okay, sehr schön. Zu dem Programm. Von Astronautics natürlich verlinkt. Und da kann man die Geschichte sich durchlesen. Okay. PICT, wie ist denn das eigentlich gekommen? Wurdest du da gefragt? Ich wurde angeschrieben. Ich wurde gefragt. Hast du dich beworben? Nö. Ich habe mich so gut wie noch nie irgendwo, doch ich habe mich einmal, zweimal erfolgreich, na je nachdem wie man sehen will, okay, ich habe mich einmal erfolgreich beworben. Und einmal nicht erfolgreich irgendwo. Oder wie? Irgendwie hingegangen und zufällig gerade den ehemaligen Chef der Firma angelabert, von dem ich nicht wusste, wer es ist. Okay. Also oder jemanden angelabert und irgendwie der Typ stand daneben und das war halt so ein kurz vor der Rente oder eigentlich schon pensionierter Typ, der der war da gut drauf an dem Tag. Und gesagt, ich ja, kein Problem. Ja, das war noch nicht mal irgendwie bezahlter Job, das war alles beides plus Praktikum. Ah ja, aber jetzt hier Golem bisher über den Florian dran gekommen, oder? Ich bin bei allem sonst bin ich irgendwie immer bloß so dran gekommen. Also ich und Bewerbung, das geht gar nicht. Das ist irgendwie, ich bin da inkompatibel zu diesem Verfahren. Nee, du bewirbst dich durch deine gute Arbeit, sagen wir es so. Ja, so kann man es auch sagen. Ja, das stimmt auch mehr oder weniger. Also ich habe wirklich dann alles Weitere durch irgendwie Empfehlungen und Weiterempfehlungen und irgendwie so Kontakte bekommen und irgendwie selbst Bewerbungen schreiben, das hat bei mir irgendwie nie Erfolg. Ja, ist ja gut, dass es trotzdem geklappt hat. Ja. Gut, dann, wo sind wir jetzt? Ja, aber wie gesagt, ich wollte mich über die ESA nicht mehr aufregen, aber irgendwie, das regt mich halt auf, weil jetzt, ich habe was, wo du dich nicht aufregen musst. Genau, ja. Nämlich. Und ich habe auch noch was Gutes zur ESA zu sagen, also keine Sorge, das wird hier keine totale Aufregersendung. Ja, es war doch gar nicht so aufregend, also es war schon aufregend, aber du hast dich schon in Sendung mehr aufgeregt, sagen wir es so. Ja, genau. Kommen wir mal zum lieben Alex, dem Alexander Gerst. Der hat jetzt nämlich auf einmal einen Tricorder auf der Raumstation und hält dann an seinen Fuß. Ja, was man halt so macht. Was man halt so Fußpilz. Macht. Genau, Fußpilz. Fußpilz. Nein, es geht nicht um Fußpilz, obwohl ich das auch spannend fände, aber das wäre dann Mykologie. Und es fängt auch zwar mit MY an, aber es geht um Myotone. Ja, Myo hat irgendwas mit Muskeln zu tun und Ton ist so der Tonus irgendwie Spannung oder so. Genau. Es geht nämlich um Muskelspannung. Cool. Also wenn man sich mal so überlegt, unsere Muskeln stehen ja mehr oder weniger immer latent unter Spannung. Man kann sie ja so aktiv entspannen, aber das fühlt sich irgendwie komisch an. Man hat ja immer so eine Grundmuskelspannung. Und das hat ja auch einen Sinn, nämlich wenn diese Muskeln plötzlich gezogen oder gezerrt werden, dann muss der Körper ja darauf schnell reagieren, irgendwie
entweder Spannung entlassen, also wenn man so stolpert, stolpern ist ja im Grunde ein Schutzmechanismus, dass man nicht hinfällt, dass die Oberschenkelmuskel plötzlich halt entspannt werden, sodass das Hindernis quasi einen nicht vorne überkippen lässt. Jo. Und genau, diese Grundspannung hat auch immer was mit der Schwerkraft zu tun, weil man wird ja mal bis nach unten gezogen, muss ständig Gleichgewicht stabilisieren. Also unser Körper, das ist ja, warum Roboter so schwer laufen lernen, ist, dass unser Körper ja ständig sehr viele kleine Korrekturen automatisch vornimmt, von denen wir gar nicht so wirklich merken. Was sehr nett von unserem Körper ist, weil sonst würden wir alle noch auf vier Beinen laufen. Ja, aber zur Folge hatte, dass man viele Jahrzehnte lang gedacht hat, hey, das ist doch gar nicht so schwer. Genau. Und dann regelmäßig dran gescheitert ist. Genau. Was man jetzt untersuchen will, ist, wie sich diese Muskelspannung im Weltraum verhält, weil da braucht man ja, also ist ja bekannt, Muskeln bauen sich im Weltraum sehr schnell ab, weil man sie weniger beansprucht. Also nicht so sehr im Weltraum, aber in der Mikrogravitation. Die hauptsächlich im Weltraum vorherrscht. Ja. Also willst du mir schon, also du weißt schon, was also ich wenn, sagen wenn man sich, wenn man sich längere Zeit in einem 10 Tesla Magnetfeld aufhalten sollte, dann hat man das gleiche Problem höchstwahrscheinlich. Hast du das schon mal gemacht? Ist das dein Jahresurlaub gewesen? Nein. 10 Tesla, das ist schwierig. Es gibt so nette Bilder von einem fliegenden Frosch in einem Magneten. Vom schwebenden Frosch. Aber das hat nichts mit den fliegenden Spinnen zu tun, wo man herausgefunden hat, dass die nicht durch Lufthauch sich bewegen, sondern durch elektromagnetische Felder. Das ist in mir vorbeigegangen. Hast du das, ich habe so halb irgendwas gelesen jetzt vor kurzem. Oh, das ist sehr spannend. Das können wir ganz kurz mal besprechen. Ich finde das super spannend. Also es gibt ein sogenanntes Verfahren, das nennt sich Ballooning, wo Spinnen ihre Seidenfäden einfach geradeaus in die Luft schießen und dann abheben und damit mehr oder weniger günstig durch die Luft fliegen können. Und man hat bisher immer angenommen, dass das hauptsächlich dadurch ist, dass halt diese Seidenfaden irgendwie vom Wind gefangen wird und dann die Spinne daran abhebt. Aber dann hat eine Forscherin mal das Experiment gemacht, weil man ganz am Anfang vor 100, 150 Jahren geglaubt hat, das hätte irgendwas mit elektromagnetischen Feldern zu tun. Hat sie quasi eine Spinne in einen Kasten getan, wo garantiert kein Wind ist, und dann langsam die elektronische Spannung zwischen oben und unten erhöht, sodass ein elektromagnetisches Feld entsteht. Und die Spinne hat das gemerkt, also die haben auch so eine Feinfühligkeit für elektromagnetische Felder, und ist dann in diesem Kasten, wo überhaupt kein Wind war, auf einmal geschwebt. Und man vermutet, dass es einfach eine Mischung aus beiden ist, also dass sie abheben können durch die elektromagnetischen Felder und dann hinfortgetragen werden vom Wind. Und das wurde jetzt irgendwie herausgefunden, das habe ich irgendwie bei DLF-Forschung tatsächlich gehört im Radio. Ja, okay, der schwebende Frosch. Der schwebende Frosch? Der schwebende Frosch, den kannst du hier in dem Video hier sehen, bei 40 Sekunden ungefähr, so ab 30 Sekunden, glaube ich, ja. Wieso lassen sie den Frosch schweben? Das ist einfach bloß, um es zu zeigen. Weil da, lebt da er noch? Ist weiter nichts. Ja, ja, der lebt noch. Aber warum? Der versucht auch ein bisschen zu schwimmen, aber ist halt in der Luft und nicht im Wasser. Also 10 Tesla ist schon sehr viel, habe ich das Gefühl, oder? Ja, das ist sehr, sehr viel. Oder ist das auch eine Grille, also, die schwebt? So ein Tesla ist eine Größenordnung, die hast du bei so Supermagneten, so normalen Supermagneten, die du kaufen kannst, da ist so ungefähr ein Tesla oder so. Die richtig starken. Ah, die haben ja auch eine Heuschrecke mit drin, sehr ja, schön. Ja, und ein Blumenpokéer, das ist... Ich weiß es nicht, ob es 10 Tesla sind, kann auch ein bisschen weniger sein, ich weiß es nicht. Aber ja, starke Magnetfelder jedenfalls, richtig, richtig böse starke. Tun die weh? Nö, überhaupt nicht. Aber wenn man einen Kopf reinstecken würde, wird das irgendwas mit der Gehirnelektronik machen? Nö, auch nicht. Also zumindest, wenn, ich weiß nicht, ab irgendeiner Stärke dann mit Sicherheit, aber das ja nicht. Das ist praktisch das Gleiche, was du auch hast im MRI oder so, Magnetresonanz-Zeugs, plus noch ein bisschen stärker. Okay. Aber zurück zu den Myotonen. Genau, also Alexander Gerst testet gerade, wie sich Myotonenspannung in der Mikrogravitation entwickelt, und hat dazu ein kleines Gerätchen dabei, was tatsächlich aussieht wie so ein Tricorder. Das ist das Myotone Pro.
das unter anderem entwickelt wird in der Zusammenarbeit mit dem DLR, der ESA, der Charité in Berlin, der University of Southampton in der UK. Und das sieht aus wie so ein, man kennt doch diese Diabetes-Insulingerät-Laser. Aber anstatt dass da vorne eine kleine Naht dran ist, ist da so ein Plastikstäbchen dran und das hält er sich an die Fußsohle. Und das wird so ein bisschen reingedrückt und dieses Stäbchen misst dann, wie viel Muskelspannung da in diesem Muskel an der Fußsohle drin ist. Jo. Warum es an der Fußsohle sein muss, weiß ich nicht. Vielleicht ist das irgendwie da sehr dünne Haut, also wenig Abrieb oder wenig Verfälschung durch die Hautdicke. Oder weil einfach die Beine im Weltraum sehr, also in Schwerelosigkeit relativ unterbeansprucht sind. Das auch. Und wahrscheinlich versprechen sie sich davon irgendwie bessere Resultate oder relevante Resultate. Genau. Und ja, das hat natürlich nicht nur was für den Weltraum von Vorteil, natürlich dort auch. Aber auch genau, damit kann man auch die Muskelatrophie bei Krankheiten auf der Erde besser erforschen. Also es hat ja immer dieses Off-Earth, For-the-Earth, dieses Prinzip, dass man sagt, okay, das bringt irgendwas für die Raumfahrt, also gerade für Long-Term-Missions und das bringt auch was für die Menschen auf der Erde. Und das Gerät sieht einfach aus wie ein Tricorder und das fand ich sehr spannend und ist sehr cool. Sehr cool. Jo. Ja, braucht man, wenn man irgendwann mal Menschen so zum Mars fliegen will und dann will, dass die auf dem Mars nicht gleich umkippen oder auf dem Rückweg zur Erde. Wobei ich glaube, man hat so halbwegs ja jetzt langsam in Griff mit den Langzeitmissionen, aber ja, umso besser man das Ganze irgendwie erforschen kann, umso besser wird das. Genau. Umso bessere Daten man da hat. Ich habe auch im Wikipedia-Artikel von Muscle Tone gelernt, dass Krämpfe auch was mit einer Fehlfunktion dieser Tonalität zu tun haben. Also, dass ein Krampf quasi, wenn einer der beiden, es gibt ja immer einen Spanner und einen Entspanner bei so Muskelpaaren, und wenn einer von den beiden versagt, dann hat man einen Krampf. Und also es gibt ja auch, also selbst wenn man völlig. Wenn der Entspanner irgendwie versagt, dann spannt halt der, genau. dann spannt halt der Muskel ein. Und es kommt ja auch bei völlig gesunden Menschen vor, dass die hin und wieder Krämpfe haben. Und man weiß gar nicht genau, woher das kommt. Man glaubt, das hat irgendwas mit irgendwelchen Fehlfunktionen im Rückenmark und im Kleinhirn zu tun. Also sowas sehr Reflexartiges. Ja. Diese Muskelspannung wird ja auch über so die gleichen Nervenbahnen gelenkt wie Reflexe, weil das muss halt sehr reflexartig manchmal entspannt oder angespannt werden. Und spannendes Zeug. Ja, spannend. Sehr spannend. Angespannte Stimmung. Ich weiß gar nicht, wie es im Fußball aussieht. Ich habe hier nicht. Steht jetzt 1-1 für Kroatien gegen England. Aha. Nach Toren oder nach verlorenen Zähnen? Nach was? Verlorene Zähne. Also so wie das Spiel abläuft, könnte es auch verlorene Zähne sein, was sie da zählen. Weil gerade die Kroaten sind sehr aggressiv, habe ich das Gefühl. Okay. Wir sind jetzt in der 92. Minute, also gleich ist die Nachspielzeit Zusatzzeit vorbei und dann geht es wahrscheinlich in die Nachspielzeit. Aha, okay. Ich kann bloß drauf, weil dann so langsam aber sicher es in Richtung Muskelkrämpfe dann wieder gehen wird. Ja, das auf jeden Fall. Deswegen werden die ja auch immer massiert auf dem Spielfeld, wenn sie dann mehr als 90 Minuten spielen. Das war beim Spiel Frankreich gegen Belgien so, dass da der Torwart eigentlich raus wollte, weil er Krämpfe hatte, aber nicht raus konnte, weil der Trainer jemand anderes noch einwechseln wollte. Und dann haben sie anscheinend im Elfmeterschießen verloren, auf jeden Fall. Oder irgendwie so hatte ich das in Erinnerung. Ja, kann sein, weiß ich nicht mehr. Und wir reden jetzt nicht weiter von Fußball, sondern. Aber von der Raumstation zum Fußball ist doch super. Genau, der Alexander Guest hat ja einen Fußball dabei und auch ein Trikot. Nicht nur ein Trikot, sondern auch ein Trikot. Na, genau. Super. Ein Trikot, ja. Aber Frank, du hast jetzt wieder was zu deinem Lieblingsthema. Ja, ich habe was zu ESA zu sagen. Und zwar was Gutes. Ja, die ESA will ja, also hat ja eine gewisse Abneigung gegenüber Radioaktivität und Radioisotopenbatterien. Aber ich habe so ein bisschen das Gefühl, das ist eher so, du kennst doch hier von Aesop die Fabel mit dem Fuchs und den Trauben.
Ist das mit der Krähe noch dazu? Kann durchaus sein, dass deine Krähe dabei ist. Irgendwie muss der Fuchs ja was sagen, dass die Trauben zu sauer sind. Ich kenne das nur mit, irgendwie die Krähe hat ein Stück Käse im Mund und dann sagt der Fuchs, ach, du kannst doch gar nicht so schön singen, bis die Krähe anfängt zu singen und den Käse fallen lässt und dann läuft der Fuchs mit dem Käse davon. Nee, der Fuchs und die Trauben, da versucht er an Trauben ranzukommen und die sind sehr hoch und er kommt einfach nicht ran und irgendwann geht er weg und sagt, die sind sowieso zu sauer. Ach so, okay, genau das, also wollte ich eh nicht. Ja, wollte ich eh nicht. Ach, nee. ja, und mit der ESA ist es so ähnlich. Das Problem ist für die ESA einfach, die meisten Radioisotopenbatterien funktionieren ja bekanntlich mit Plutonium-238. Und die Herstellung davon ist etwas schwierig. In den USA hat man das ja auch lange nicht gemacht und hat dann irgendwann so einen Deal mit Russland abgeschlossen und dann aus Russland das Plutonium gekauft, was zu einigen sehr berechtigten Gelächter geführt hat. Weil die Amerikaner im Wesentlichen deshalb keins mehr hatten, weil die 1994 unter Bill Clinton sämtlichste Forschungsreaktoren, also nicht alle, aber einen großen Teil der Forschungsreaktoren, die sie hatten, einfach geschlossen haben. Und ja, die Herstellung von Plutonium-238 funktioniert so. Du nimmst irgendeinen abgebrannten Brennstab, da drin findest du Neptunium-237. Das ist ziemlich wichtig, weil Neptun, also es gibt Uran, es gibt Uranus, Neptun und Pluto. Und Uranium kannte man ja schon, das Uran. Und dann hat man die darauf folgenden Elemente einfach nach dem Planeten weiter benannt. Und so hatte man dann Neptun, Neptunium und Plutonium. Logischerweise als nächstes aber, gehabt. Aber hatte man Uranium schon nach dem Uran benannt? Nach dem Uranus wahrscheinlich schon. Okay, und wieso gibt es kein Saturnium und Jupiterium? Keine Ahnung. Man hat irgendwie, ich meine, Uranus, der hat doch auch irgendwie mythologisch irgendwas und bla. Ganz bestimmt hat das was damit zu tun. Also bei Saturn weiß ich noch, dass er ja Kronos ist, also der Vater von Zeus. Nee, aber Uranus weiß der ich Jupiter. Nicht mehr. Also genau, Saturn ist der Vater von Zeus, genau. Genau. Also ja. Von Jupiter. Kronos von Zeus. Kronos von Zeus und Saturn von Jupiter entsprechend. Und jetzt müsstest du gucken, was Uranus und Neptun. Also Neptun, das kennen wir. Genau, Uranus, genau, ist die, genau, das ist nämlich der Vater von Saturn. Also Vater von Kronos sogar noch, okay. Genau, also es gibt ja, also die griechische Götterhierarchie fängt ja bei Uranus an, also das Himmelsgewölbe. Dann kommt Kronos, die Zeit. Und dann hat ja Zeus seinem Vater Kronos die Hoden abgeschnitten und sie ins Meer geworfen. Und aus dem schäumenden Samen ist dann Venus entstanden. Also die griechische Göttergeschichte ist sehr verzwickt. Ja. Und der Himmels, wenn man sich die Sternbilder anguckt, dann kann man das auch live miterleben. Genau, und Neptun ist ja genau die römische Version von Poseidon. Also der Gott des Meeres, und Pluto ist ja die römische Version von Hades, also der Gott der Unterwelt. Ich habe inzwischen auch rausgefunden, wer das Uran benannt hat und warum. Es kam von Martin Heinrich Klaproth, der hat das Uran gefunden und benannt, und zwar im Jahr 1789, Französische Revolution, hoho, und benannt nach dem vor kurzem entdeckten Planeten Uranus. Ah ja. Ganz einfach. Und ja, deswegen kein Saturnium und kein Jupiterium. Aber Uranium. Okay. Wenn du Uran nimmst und irgendwie eins von den Neutronen zu Uran noch ein Proton dazu packst, dann wird daraus Neptunium. Und wenn du daraus dann da nochmal irgendwie ein Proton dazu packst, dann kriegst du Plutonium. Okay, das macht auch nach der Reihenfolge irgendwie Sinn, dass das... Genau. Okay. Und warum, also man kennt ja Uranium und man kennt Plutonium, aber warum kennt man nicht Neptunium?
Unpraktisch, oder wie? Weil Neptunium in den meisten Fällen ziemlich instabil ist. Es gibt irgendwie ein stabiles Element, ein stabiles Isotop, das so 100.000 Jahre Halbwertszeit hat oder so, und das ist halt Neptunium-237. Und ansonsten ist es halt so, dass das sofort irgendwie zerfällt und dann wird halt aus Neptunium einfach sofort Plutonium draus. Okay. Manchmal nicht unbedingt sofort, aber so nach 2 Tagen oder so. Ja. Und deswegen kennt das keiner. ja. Jedenfalls. Das große Problem, wenn du irgendein Isotop von Plutonium haben willst, ist, wenn du so einen normalen Brennstab nimmst und du holst den raus und trennst den chemisch ab, sodass du nur noch das Plutonium übrig hast, dann ist das eine Mischung aus allen möglichen Isotopen. Du willst aber nicht eine Mischung aus allen möglichen Isotopen haben, weil du kannst die kaum, oder wirklich nur sehr, sehr schwer voneinander trennen. Du willst wirklich bloß ein einziges herstellen. Und der Weg, wie man das macht, ist, man nimmt einfach das Neptunium-237, was so das einzige halbwegs stabile ist, haut da ein Neutron drauf, dann wird daraus Neptunium-238 und das ist dann radioaktiv, also sehr instabil, also noch stärker radioaktiv und zerfällt dann zu Plutonium-238. Und auf die Art und Weise kriegt man dann halbwegs reines Plutonium-238. Halbwegs rein, weil du machst das Ganze in einem Reaktor und hast dann jede Menge Neutronen, die da drauf knallen. Und du hast vor allen Dingen jede Menge Neptunium-237 und du willst halt eine ganze Zeit lang da Neutronen draufhauen, damit sich das auch lohnt, damit du auch möglichst viel Plutonium am Ende raus hast. Aber dabei passiert es natürlich, dass die Neutronen auch mal auf das Plutonium-238 draufknallen und dann wird aus dem Plutonium-238 Plutonium-239. So dass am Ende ist es halt nicht völlig sauber, aber du hast halt so 87% Plutonium-238, was am Ende rauskommt. Bloß das ganze Verfahren ist halt ziemlich aufwendig. Ne? Du musst halt erstmal irgendwie Brennstäbe gesondert aufarbeiten, weil normalerweise trennt man kein Neptunium da extra ab. Und dann musst du also jetzt erstmal dieses Neptunium sauber da isolieren. Dann musst du das Neptunium nehmen und nochmal in den Reaktor reinbringen und nicht nur irgendeinen Reaktor, sondern einen Reaktor, der möglichst viele Neutronen hat, damit das Ganze nicht allzu lange dauert. Deswegen nimmt man dafür Forschungsreaktoren, die sind dafür gedacht, dass auf einer kleinen Fläche möglichst viele Neutronen dadurch fließen, sodass man ziemlich viele Neutronen, dass man in relativ kurzer Zeit da halt ziemlich viele Neutronen auf das kleine bisschen Neptunium da draufhauen kann. Ne? Und dann muss man das rausholen und nochmal chemisch bearbeiten und das sind halt ziemlich viele Schritte und das ist alles ziemlich kompliziert und das macht die Sache ziemlich teuer. So, bessere Ideen hat die ESA gehabt, beziehungsweise gibt es schon seit einer ganzen Zeit die Idee, man könnte Americium-241 nehmen. Was nach Amerika benannt wurde. Genau, weil rat mal, wo es entdeckt wurde. In Amerika. Ja, ich muss mal ganz kurz mein altes Tafelwerk, wo noch irgendwie das Schuljahr vorne drin steht, warte. Klasse 10-2, 1999-2000. Und da hat man dann hinten so die diversen neuen Elemente, die man gefunden hat. Und da hast du dann nach Plutonium Americium, was nach Amerika benannt ist, Curium, oh verdammt, das habe ich vergessen, das nach Curie benannt, genau, dann Berkelium nach Berkeley, dann Kalifornium, dann Einsteinium, Fermium, nach Fermi benannt, Mendelevium, nach Mendel, dann Nobelium, Laurentium, Lichateriata. Ist da schon so Darmstadtium drauf oder war das noch nicht entdeckt? Ach, noch lange nicht, also das hört hier bei 109 auf. Okay, und wie viel gibt's jetzt? Ist man bei 118, 120? Irgendwie sowas. Also ich glaube, 120 gibt's schon. Also, man war hier noch nicht ganz so weit. Das war alles noch zu meinen Schulzeiten. Ne? Ja, also, man hat einiges nach amerikanischen Staaten benannt. Jedenfalls,
Americium hat ungefähr ein bisschen mehr als die vierfache, na, so fast die fünffache Halbwertszeit von Plutonium. Das ist ein Problem, weil die Halbwertszeit sagt dir, wie viele Atome zerfallen pro Sekunde. Und bei jedem Atom, das zerfällt, wird Energie frei. Und wenn du jetzt weißt, okay, die Halbwertszeit ist ungefähr fünfmal so lang, dann heißt das, es wird zerfallen pro Sekunde nur ein Fünftel so viele Atome und es wird nur ungefähr, und in dem Fall stimmt es gerade mal, ungefähr nur ein Fünftel der Energie frei. Was das Ganze ein bisschen weniger attraktiv macht, weil brauchst halt mehr Masse, um die gleiche Leistung zu kriegen. Und das heißt auch, du musst, weil du startest das ja, das ganze Zeug ist ziemlich radioaktiv. Das muss ernsthaft geschützt werden, auch wenn es abstürzt. Und umso mehr Zeug du da drin hast, umso mehr Masse brauchst du einfach, um das ordentlich zu schützen. Das macht es nicht mehr ganz so attraktiv, aber es ist halt so viel leichter herzustellen, dass man es am Ende halt doch macht. Und ja, das hat man jetzt gemacht in England, hat man Americium isoliert und davor jede Menge Versuche schon gemacht, damit man auch ganz genau weiß, was man tut und wie das alles ablaufen wird. Und zwar, wie kommt man an das Americium ran? Nun ja. In England gibt es jede Menge Reaktoren, die da mal dafür gedacht waren, dass man Plutonium für Atombomben herstellt, aber nebenbei auch noch Strom produzieren konnten. Und die waren von Anfang an auch so konstruiert, dass man praktisch die Brennstäbe sehr schnell aufarbeiten konnte und musste. Nannten sich Magnox-Reaktoren, die Brennstäbe bestehen dort aus Magnesium und das Magnesium ist nicht sonderlich haltbar, lässt sich aber dafür sehr gut verarbeiten letzten Endes. Und von daher hat man in Großbritannien jede Menge Plutonium, sowohl waffenfähiges als auch nicht waffenfähiges, rumliegen. Und das nicht waffenfähige, das hat einen relativ großen Anteil an Plutonium 241, wenn es aus dem Reaktor kommt. Plutonium 241 ist aber nicht übermäßig stabil. Daraus kann dann sowas werden wie Americium 241, in dem halt, das kann einfach zerfallen als durch Beta-Zerfall. Beta-Zerfall, was passiert da? Eins der Neutronen im Kern zerfällt und wird zu einem Proton und schmeißt halt ein Elektron raus. Und deswegen heißen die Elektronen dann auch gerne mal Beta-Teilchen. Das Ganze hat eine Halbwertszeit von sowas wie 15 Jahren. Aber die Engländer sind schon eine Weile dabei, die machen das jetzt schon seit diversen Jahrzehnten und einiges von dem Plutonium liegt jetzt schon seit ungefähr 30 Jahren darum. Und dann hat man gesagt, hey, in diesem Plutonium muss jetzt eine ganze Menge Americium drin sein und hat einfach ein Verfahren entwickelt, wie man aus dem Plutonium das Americium rausholt und ja, weil halt nur aus diesem Plutonium 241 dort Americium entsteht, hat man ein wirklich sehr sauberes Americium 241. Und braucht dafür nur einen chemischen Schritt und alles andere wurde früher schon mal gemacht. Und braucht keine zusätzlichen Reaktoren oder sonst irgendwas. Und das ist dann so viel praktischer, dass man jetzt halt beschlossen hat, okay, wir bauen jetzt zumindest schon mal erste Prototypen von einer Radioisotopenbatterie. Die hat jetzt die unglaubliche Leistung von, ich glaube, 10 Watt oder so, es war nicht viel. Aber man hat es einfach mal demonstriert, dass man kann. Und ausgelegt ist das Ganze auf eine Produktion von 8 bis 10 Kilogramm Americium pro Jahr. Das ist ziemlich viel, wenn man bedenkt, dass man die Produktion von Plutonium sich jetzt freut, dass man irgendwie mal 350 Gramm oder so hergestellt hat. Also da ist man wirklich so bei ein paar hundert Gramm pro Jahr zurzeit. Man hofft, dass man das Ganze irgendwie skalieren kann auf 1 Kilo, 1,5 Kilo pro Jahr. Bei dem Americium ist man halt so mit 8 bis 10 Kilogramm da schon gut dabei. Vor allen Dingen, weil es ein sehr einfaches Verfahren ist. Und soll heißen, Europa könnte irgendwann dann mal Radioisotopenbatterien auch selbst benutzen. Und ob das dann für einen Mars Rover ist, wie Curiosity, oder ob das für irgendwelche Raumsonden wie Voyager oder sonst was ist, Cassini sind ja jede Menge geflogen. Das muss man dann abwarten, aber zumindest gibt es jetzt die Möglichkeit. Ich hatte ja damals auch gesagt, wie hieß der Kometenlander?
von Rosetta. Viele. Fide, ne? Fide hätte leben können. ja, das war einer meiner Artikel, einer meiner ersten Artikel bei Golem. dass man dort die Batterie einfach von Fide mit so einer kleinen Radioisotopenbatterie einfach hätte aufheizen können, so dass sie halt nicht zu kalt wird, so dass man sie jederzeit hätte aufladen können und dann hätte das Ding auch noch sehr viel mehr Daten liefern können. Ja. Sowas hätte man dann halt machen können oder könnte man dann machen und weniger Kompromisse eingehen, wo es nicht notwendig ist. Ja, also was das angeht, eine strahlende Zukunft. Was soll ich sagen? Also ich habe ein bisschen was gebraucht, bis ich den Kick verstanden habe. Ja. Okay. Wir haben noch ein bisschen was über Teleskope. Genau. Komme ich wieder dran, nämlich das NASA, also das machen wir erst das Teleskop, was schon funktioniert hat, nämlich das NASA Kepler Teleskop, was ja dazu da war oder noch dazu da ist, Exoplaneten zu entdecken, indem man schaut, bei welchen Sternen sich die Helligkeit kurzzeitig verändert, weil es darauf hindeuten könnte, dass dort ein Planet sich quasi vorhergeschoben hat. Sogenannte Transitmethode, ja. Genau. Und das ist ja jetzt schon 9 Jahre in Benutzung, das Kepler-Weltraumteleskop. Und bis 2013 ging die Primary Mission. Und seit 2014 ist es in der K2, also Kepler Mission 2. Und seit dem 6. Juli, oder da hat es die NASA bekannt gegeben, ist das Kepler-Teleskop im Safe-Mode, weil es einen unerwarteten Druckabfall im Treibstofftank gab. Also einen erwarteten, aber der Computer hatte gesagt, unexpected. Genau, unexpected. Weil anscheinend kann man nicht so genau sagen, wie viel Treibstoff das Kepler-Teleskop noch hat. Das misst man vor allem damit, wie viel Druck noch auf dem Treibstofftank ist. Ja. Und da hat es der Computer gesagt, oh, der ist unerwartet niedrig, aber es bedeutet einfach, dass der Treibstoff ausgeht. Und man hat das jetzt in den Safe-Mode getan und will dann bis zum 18. Juli herausfinden, ob man das noch weiter benutzen kann. Es ist gerade in der 18. Kampagne, also das bedeutet immer, man schaut für 80 Tage in eine Richtung und dann schaut man für 80 Tage in eine andere Richtung. Und es sind ja schon 2 der 4 Schwungräder ausgefallen. Und zurzeit hält man das Teleskop stabil mit den 2 anderen Schwungrädern, ein bisschen Sonnenwind und den Thrustern, also den Triebwerken. Und das verbraucht natürlich Treibstoff, jede Menge. Und wenn der Treibstoff ausgeht, dann kann man das Kepler-Teleskop gar nicht mehr stabil halten und dann wird die Mission enden. Aber sie sind noch optimistisch, sie planen noch die 19. Kampagne und auch die 20. Also bis Ende des Jahres könnte es vielleicht noch durchhalten, aber dann ist Schluss mit lustig. Ja, irgendwann ist dann halt vorbei. Ob man will oder nicht, wenn die Schwungräder irgendwie aufgegeben haben, dann passiert das halt. Genau, aber war ja eine sehr erfolgreiche Mission, eine der erfolgreichsten Planet Hunters, wie man so nennt, Planetenjägern. Ja. War ist eine schöne Mission, finde ich. Ja, war ganz ordentlich. Also ich meine, ich habe ja damals in Jena, wo ich Physik studiert hatte, auch viel Astronomie gemacht. Und das war halt so gerade die Zeit, da war man bei 100 entdeckten Exoplaneten. Und ich glaube, am Ende waren es so 200. Und ab und zu kamen dann immer mal ein paar Dutzend oder so. und jetzt sind wir irgendwie, ich weiß nicht, bei 4.000, 5.000. Ich weiß gar nicht, wie viele. Ja, ist doch schön. Wenn man da nicht gleich behauptet, das wären lebensfähige Planeten, dann ist das ja eine gute Sache. Warte mal, 3.797 bestätigte Planeten in 2.841 Systemen. Also damals waren es so, also man konnte es noch überblicken, es waren so irgendwie 100. War ja eine ganz große Meldung, irgendwie 1995, als man den ersten entdeckt hat, aber naja. Ja, da hat sich einiges getan, ne? Ja. So. Kommen wir dann zu dem noch,
Teleskop, was noch nicht funktioniert. Das wohl noch eine Weile nicht. Also wir hatten uns ja schon über das James Webb. 2026 ist ja die Projektion. Die inoffizielle. Ja. Die inoffizielle, genau. Die offizielle ist 2021, ne? Ich glaube, März 2021 aktuell. Ja. Haben wir schon öfters mal gemacht. Ich habe auch schon oft drüber gerantet. Ich habe jetzt schriftlich drüber gerantet. Könnt ihr nachlesen bei Golem. Dabei ist mir aufgefallen, das größte Weltraumteleskop, das jemals geflogen ist, das hatte ich nicht so auf dem Radar gehabt, das war Herschel. Das ist nicht das Hubble Space Teleskop. Herschel war das größte mit 3,5 Meter Spiegeldurchmesser. Hatte eine sehr erfolgreiche Mission von 2009 bis 2013. Ist aber kein optisches Teleskop gewesen und wahrscheinlich ist das der Grund, ich kann mich so dunkel erinnern, irgendwie Herschel ist untergegangen, weil es ist ein Infrarotteleskop und hatte Instrumente, die gekühlt wurden mit flüssigem Helium, um die halt bei so 3 Kelvin zu halten oder 4 Kelvin. Weil du willst halt sehr kaltes Zeugs messen, also Wärmestrahlung von Gegenständen messen, die selbst sehr kalt sind und dafür brauchst du halt irgendeinen Sensor, der selbst auch sehr kalt ist, weil wenn der Sensor schon warm ist, kann der mit Sicherheit nicht das messen, was irgendwie noch kälter ist. Das ist so ein bisschen wie der Versuch mit einem glühenden Stück Eisen irgendwie Helligkeit zu messen oder so, weil das glühende Stück Eisen, das strahlt selber. Ist dann schwierig, ne? Deswegen muss man es abkühlen. Irgendwann war es Helium verbraucht nach 4 Jahren. Alles super, wusste man ja. Und war eine super Mission, hat gekostet 1,1 Milliarden mit allem drum und dran und drin. Und war das größte Teleskop aller Zeiten. Größtes Weltraumteleskop. Und dann halt, ja, James Webb Teleskop. Ich habe es schon öfters gesagt, wie man das, dass es, glaube ich, sinnvoller gewesen wäre, das Ding einfach kleiner zu bauen, mit so 4,5 Meter Durchmesser oder so, sodass halt auf eine Rakete drauf passt. Ja, also ihr kennt meinen Standard Round und wie gesagt, ihr könnt jetzt den auch zum James Webb Teleskop, nicht zum Herschel. Zum James Webb Teleskop, genau. Also ihr kennt das, könnt ihr nochmal nachlesen, wenn das euch Spaß macht. Und über was rantest du jetzt heute spezifisch? Heute spezifisch? Warum hast du das Thema reingenommen? Ich wollte bloß noch mal drauf hinweisen. Und halt vor allen Dingen, weil das Herschel-Ding, das hatte ich noch nicht gehabt. Und In der letzten Sendung war ja noch gar nicht raus, dass es, also wir hatten das schon geahnt, aber da war das ja noch gar nicht angekündigt, ich erinnere mich. Ah, das kann sein. Da war die Pressekonferenz für abends angesetzt und wir hatten schon nachmittags aufgezeichnet. Ah, stimmt, genau. Irgendwie sowas war das. Ja, ich erinnere mich. Irgendwie, ich hatte einen Grund gehabt, warum ich das noch reingesteckt hatte. Ja, so war das. Das Thema. Jetzt ist auch dein Artikel veröffentlicht. Den kennen die Leute also noch nicht aus der letzten Sendung. Genau. Und wie gesagt, Herschel fand ich wichtig, das mal zu erwähnen, dass die ESA wirklich das größte Weltraumteleskop aller Zeiten gestartet hat. Das nur leider total untergegangen ist. Also da könnte doch die ESA mal ein bisschen Werbung machen und nicht so mit ihren Feststoffboostern. Ja, zum Beispiel. Man könnte auch einfach mal ein optisches Teleskop in der Größenordnung starten. Ich meine, ist ja doch erheblich billiger als so ein ganz großes Ding. Naja, und es wird halt was bringen, weil das Problem mit Hubble ist ja, dass das einen Spiegel hat, das praktisch für normales Licht gedacht ist. Aber die größten Vorteile hat ein Weltraumteleskop eigentlich so im infraroten Bereich. Nicht unbedingt im tiefen infraroten Bereich, so wie es Herschel gemacht hat, sondern im nahen infraroten Bereich. Was halt so Wärmestrahlung ist von ein paar hundert Grad oder so. Von ein paar hundert Kelvin, also so Zimmertemperatur, was halt die Erde so abstrahlt. Das sind nämlich genau die Bereiche, wo unsere Atmosphäre ziemlich viel Zeugs absorbiert. So mit Wasserdampf und Kohlendioxid und Methan und Ozon und also das ganze Zeugs, das wir hier so einatmen teilweise, das absorbiert halt ziemlich viel infrarotes Licht und mit einem Teleskop, das oberhalb der Atmosphäre fliegt,
kann man da halt durchgucken und könnte man da sehr viel bessere Daten sammeln. Auch wenn es halt statt 6,5 Meter nur 4,5 Meter groß ist. Aber das Problem ist halt, wenn du jetzt einen normalen Spiegel nimmst, der mit Aluminium oder sowas beschichtet ist, dann reflektiert der im Infrarot nicht so gut. Und du brauchst dann halt einen besseren Spiegel, also einen besser beschichteten Spiegel, namentlich einen goldenen Spiegel. Weil Gold sieht zwar gelb aus, aber das heißt halt bloß, dass das so im Blauen nicht allzu viel Licht reflektiert, aber dafür sieht es im Infraroten besser aus, wird dadurch sehr viel empfindlicher. Und wenn man dann noch ein paar Tricks nimmt dazu und das Teleskop von der Erde weghält, weil die Erde strahlt halt Wärmestrahlung aus und heizt damit jeden Satelliten, der um die Erde rumfliegt, zusätzlich auf. Und relativ und dann noch ein Sonnensegel nimmt, um sich von der Sonnenstrahlung zu schützen, dann kann man insgesamt ziemlich kaltes Teleskop haben und dann kriegt man auch ziemlich gute Daten im nahen Infrarotbereich. Was halt genau das ist, was man mit dem James-Webb-Teleskop machen will, aber da will man es halt gleich mit einem 6,5-Meter-Spiegel machen, der halt gefaltet werden muss und sonst irgendwas, was halt schwierig ist, vor allen Dingen, wenn man es davor nicht in kleinere, auf einem kleineren Maßstab ausprobiert hat, was eigentlich das ist, was alle anderen Leute auch machen, was mich bei dem Thema so furchtbar aufregt, run to end, Punkt. Gut. Können wir weitermachen mit dem nächsten Thema oder hast du noch was zu James Webb? Nee, Progress. Progress, genau. Progress, Fortschritt. Fortschritt. Fortschritt im Podcast. Genau, vorwärts immer, rückwärts nimmer. Dachte sich auch die Soyuz-Rakete mit Progress 70 an Bord, denn sie haben einen neuen Streckenrekord aufgestellt, wie man so schön sagt. Unter 4 Stunden zur ISS und unter 2 Orbits. Ja. Übrigens auch kein Weltrekord. Wer war schneller? Also es ist ein Rekord zur ISS, aber schneller war Gemini 11. Aber da gab es die ISS noch nicht. Da gab es die ISS noch nicht, das stimmt. Deswegen Streckenrekord stimmt, aber nicht irgendwie schnellstes Docking-Manöver aller Zeiten. Das hat Gemini 11 hingekriegt innerhalb von anderthalb Stunden oder so. Also innerhalb von einem Orbit haben die es geschafft. War das das mit Neil Armstrong? Wo die dann nee, so der war Ersatz, der war dort irgendwie bloß aber bei Neil Armstrong, der hatte doch auch so ein Docking-Manöver, wo sie noch nicht so ganz mit zwei Körperphysik klarkamen und dann hat sich das ja, alles angefangen zu drehen. Ja, ja, ich glaube, das war irgendwie eins davor oder zwei davor ja. oder so. Jedenfalls Gemini 11 hat man halt, das war die Gemini-Mission, die am weitesten von der Erde weggeflogen ist. Okay, also auch noch weiter als der ISS dann. Ja, ja, die sind auf eine Höhe gekommen von 1400 Kilometern oder so. Was schon richtig viel ist. Also ISS sind so 400 Kilometer. Vor allen Dingen hast du dann das Problem, dass du in der Ecke dann schon die Van Allen Belts reinkommst. Deswegen haben die auch bloß zwei Orbits gemacht, weil da oben ist dann etwas mehr Strahlung. Und ich glaube, die haben da auch noch irgendwie Tests gemacht und bla. Mhm. Mussten sie ja auch, weil die wollten da ja durch. Ne? Die wollten ja noch viel weiter weg. Ja, das ist ja bei Stevenson jetzt bei hier Almatea Seven Eves, das Problem. Habe ich immer noch nicht durchgelesen. Ach, Frank. Beziehungsweise noch nicht gekauft. Frank. Mal das. Ja. Das ja, ich kann halt mit Weltuntergangslyrik nicht allzu viel anfangen. Das ist keine Weltuntergangslyrik, das ist eine Weltauferstehungslyrik. Also die Welt geht unter, aber sie geht auch wieder auf. So ähnlich wie die Sonne, meinst du? Also die Sonne ist definitiv untergegangen. Lies es einfach. Du musst es bis zum. Versprich mir, dass du es bis zum Schluss liest. Ich werde es lesen. Nächste Folge ist hier Buchreport. Ey, wir haben noch nicht mehr über Isaac Asimov gesprochen, oder? Nee, doch hatten wir letztens, oder? Ja, letztens hat. Ich weiß nicht, ob das on air war, aber das habe ich auch noch nicht gelesen. Aber ich hör gerade mich durch die dunkle Bedrohung von Peter F. Hamilton. Das ist so ein Sci-Fi-Romanzyklus, wo es darum geht, dass dass ein intergalaktisches Wesen hat einen Menschen beim Sterben beobachtet und hat gesehen, wie die Seele aus dem Körper fährt und in so einen interdimensionalen Raum geht. Und dann wollte das Wesen hinterher und dann fiel auf einmal dann fiel es da quasi rein und blieb hängen und dann kamen die ganzen Seelen der Menschen wieder raus.
Und ich bin gerade an der Stelle, wo die Körper der lebenden Menschen von den Toten besessen werden. Aha. Und das alles in Sci-Fi. Juhu, ja. Kurzes Fußball-Update. Kroatien hat in der 108. Minute ein Tor geschossen. Ui. Noch 12 Minuten sind zu spielen. Und sie haben die Bande eingerannt. Wann hat das letzte Mal Großbritannien gegen Kroatien Krieg geführt? Das ist eine Weile her, ne? Du immer mit deinen Kriegen. Du willst auch nur Belgien gegen Uganda sehen. Gegen Kongo. Gegen den Kongo, genau. Du mit deinen ersten Weltkriegsfantasien, du. Ja, warte mal. Ich suche die ganze Zeit, ich habe einen netten Podcast gesehen, da ging es auch um Science Fiction, um das Golden Age der Science Fiction. Das zur gleichen Zeit wie das Golden Age of Comic Books? Wann war denn das? Also so 50er, 60er? Nee, ja, das mal. 40er und 50er Jahre, so. Nee, das war ein bisschen, ich glaube, Golden Age of Comic Books war so 60er Jahre. Hm. So mit Jack Kirby und so. Also, weil da ist eine Menge rechtsradikal, nicht rechtsradikale, aber auf jeden Fall stark konservatives Gedankengut. Ah, hier. Sci-Fi Utopias and the Far Right. Das kann man sich mal anhören. Wie heißt der Podcast? Zerobooks.net. Also Zero Books Podcast. Der Podcast heißt Zero Squared. Ist etwas unangenehm an dem Podcast ist, gibt da wohl einen zweiten Teil zu jeder Ausgabe. Und den man da muss man mindestens, muss man bei Patreon irgendwie 5 Euro plätschen. 5 Dollar plätschen. Ja. Ich schieb dir den Link mal noch mit rein. Ich kam bloß gerade drauf und ja, Podcast-Empfehlung immer gerne. Ich fand den Podcast ganz nett. Ja. Wo waren wir stehen geblieben? Hat auch andere nette Ausgaben als das. Wir waren bei Progress 70. Genau, hat es jetzt geschafft, wurde schon zweimal versucht, aber dann immer verschoben auf einen 2-Tage-Orbit, weil durch die Verschiebung hat sich halt dieses genau günstige orbitale Fenster, also man muss ja dann im richtigen Verhältnis zur ISS fliegen, hat sich dann wieder geschlossen, Sodass man einen langen Weg nehmen musste und jetzt hat man es endlich mal geschafft. Das Problem ist nicht so sehr, dass der Weg lang ist, das Problem ist, dass man mehr Treibstoff braucht. Ja gut, die Verhältnisse nicht genau passen. Mit unendlich Treibstoff kommst du wahrscheinlich auch in einer Stunde zur ISS. Und fliegst dann sehr schnell wieder dran vorbei. Ja, du kommst dann auch noch viel schneller. Also ich meine, es sind ja plus 400 Kilometer. Also wenn du eine passende Rakete hast, so 10 Kilometer. Wenn du die ISS abschießen willst, oder so, dann... Ja, genau daran habe ich gerade gedacht. Aber den Gedanken, den verschieben wir erstmal noch bis nach 2024. Obwohl die ja gerade so Studien anstellen, wie man die ISS in einem Stück runterbringen kann. Ja, also wenn es nach den Russen geht, ja eher in 2 Stücken. Ja, das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich in der gleichen DLF-Forschungssendung gehört, wie das mit den Spinnen, dass die das gerade quasi studieren, wie das, also was passieren würde, wenn man die ISS einfach in einem Stück quasi in die Erdatmosphäre eintreten lässt. Aber ich vermute, dass das nicht so kommen wird, weil die Russen dann lieber ihr eigenes Ding machen. Die haben dann auch ihr Mir-Trauma. Ja, ja, ja. Wusstest du, dass Armageddon in Russland nicht gezeigt werden durfte? Zum Kinostart, der Film? War ja auch scheiße, wie die Mir gezeigt haben. Genau deswegen. Weil die Mir da gerade verglüht war und die hatten alle so ein nationales Trauma und dann haben sie gesagt, nee, also diesen Film erlauben wir jetzt aber nicht. War auch ein scheiß Film. Also ich mag den Soundtrack irgendwie. Ich kann mir da ist halt hier ein Dingenskirchenfilm. Wie heißt Aerosmith, ja? Nee, der Regisseur. Ach so, Emmerich, ja? Nein, nicht Emmerich. Das war hier Michael Bay. Michael Bay. Ach so, nee, Emmerich war Deep Impact, ja? Emmerich war Deep Impact. Ich glaube, das soll auch der bessere sein. Das ist auch definitiv der bessere. Er kam, ist glaube ich, im Recht, aber es ist der bessere. Genau, glaube ich, kam beide im gleichen Jahr raus. Ja,
Ich glaube Aerosmith. Auch nicht von. I don't wanna miss a thing. Irgendwie dieses Lied, ja, okay, ich mag es aus irgendwelchen Gründen, die ich nicht mehr nachvollziehen kann, aber dem Film nicht. Ich muss dich korrigieren, Deep Impact war von der Regisseurin Mimi Leder. Okay. Gut. Ja, war jedenfalls der bessere Film. Der auffällig bessere Film. Nicht übermäßig viel besser, aber der auffällig bessere. Okay, und der Film davor, den 1997 gemacht war, mit George Clooney und Nicole Kidman in der Hauptrolle, Project Peacemaker, da weiß er auch, worum es da geht. Ja, das war irgendwas mit Atombomben. Genau. Ja, muss ich mal anschauen. Kann mich erinnern, ich kann mich noch erinnern, dass das irgendwie auch mal im Kino war und so Zeugs halt. Ja. Was man halt in den 90er Jahren so hatte. Ja. Werde ich mir mal auch mal näher anschauen. Ich verlinke mal noch den Armageddon. Bitte korrigiere das Soundtrack. So, da. Ja, doch, ich glaube, du hast Armageddon richtig geschrieben. Ich bin da so. Bei dem Wort, da muss ich notfalls googeln. Nächstes Thema ist ich wieder bin dran. Eins von deinem, genau. Ich bin dran, ist wieder russisch. Es geht russisch weiter. Kharasha. Ja, ich habe keine Ahnung, was du gesagt hast. Sehr gut, habe ich gesagt. Sehr gut, okay. In Ergomasch gehen die Kunden für die Raketentriebwerke aus und zwar wahrscheinlich schon so langsam, aber sicher ab 2020. Ich glaube, du musst uns erklären, wer Neromasch ist. In Neromasch? In Neromasch, wer ist das? Die heißen Energomasch oder ist das G stumm? Vielleicht heißen die auch Energomasch. Energomasch, ne? Also es heißt ja auch Energia und nicht Energia. Ja, jedenfalls sind das die Typen, die die RD-180, 180, ah, ja, okay. 190 und gleich. Sonst irgendwas Triebwerke herstellen. Ab 2023, glaube ich, dürfen die nicht mehr in die USA exportieren, beziehungsweise die Amerikaner dürfen nicht mehr importieren und praktisch alle Triebwerke, die die herstellen, gehen in die USA. Also RD-180 und RD-181 und die Angara-Rakete kommt ja nicht so richtig aus der Knete. Sojus 5-Rakete braucht auch noch eine Weile und die haben dann ein ernsthaftes Loch im Absatz. Die verkaufen irgendwie 17 Triebwerke im Jahr und dann sind das nur noch zwei oder so. Also können Sie sich richtig viel Zeit lassen für die zwei Triebwerke? Ja, so ungefähr. Da schleift der Chef noch persönlich die Filter ab. Ja, so ungefähr. Also das ist dann nicht mehr gut und gibt halt ein. Also ich finde ja schon 17 wenig, aber zwei? Für Raumfahrtverhältnisse ist das. Ja, wie viel hier Falcon 9 Merlin-Triebwerke sind dieses Jahr? Nee, warte, Moment. Es ist natürlich viel besser, es sind 19 für 2018 und 17 davon gingen in die USA. Also sagen, es sind 11 Falcon 9 Raketen und dann noch plus 3, weil wir ja nochmal hier für die Falcon Heavy mal 5 mal 9 sind 117 Merlin-Triebwerke wurden dieses Jahr schon verbraucht. Stimmt. Ja, aber du musst die Wiederverwendung dann jetzt irgendwie noch einrichten. Mist. Aber die kommen schon auf deutlich über 100 im Jahr. Ja, ja. Genau, also Energomasch gehen die Kunden aus, weil die Amerikaner nicht mehr die russischen Triebwerke haben wollen. Ja, und das Blöde ist halt auch, dann wären die Triebwerke teurer. Weil, ja, umso weniger Triebwerke du herstellst, umso weniger du von irgendwas herstellst, umso teurer wird's. Das ist so, das war so, das wird schon immer so, das wird immer so sein. Und ich mag diese Triebwerke. Ich finde das schlecht. Bitte kauft die Triebwerke. Schnäppchen, irgendwie 20 Millionen pro Stück oder so. Also kauft. Kaufen. Rufst du jetzt unsere HörerInnen auf, Triebwerke zu kaufen, so für einen Garten? Zum Beispiel. Also einfach zusammenlegen, weil ich habe das gerade nicht übrig, aber wenn wir hier alle zusammenlegen, dann können wir die retten. Genau, überweist uns einfach 20 Millionen und wir schauen mal, was wir mit dem Geld anstellen. Genau.
Ja. Das finde ich, wenn ich spannend, wenn dir jetzt jemand 20 Millionen überweist und du musst von der Steuer absetzen. Das ist das Schlimme. Vor allen Dingen, ich fall dann sofort aus der Kleinunternehmerpause. Ja, du bist dann sofort Rechensteuer hier. Sei froh, dass es keine gibt in Deutschland. Ja, gut, haben wir das. Wie gesagt, also nee, es ist ein ernsthaftes Problem für Energomaschinen natürlich. Mhm. Und waren lange Zeit die besten Triebwerke, wo es gibt. Sind sie auch nach wie vor, solange wie die Raptor-Triebwerke und RT4, nicht RT, wie heißen die von Blue Origin gleich? BE4? BE, genau. Das BE4-Triebwerk von Blue Origin. Die sind dann von Leistungsdaten her vergleichbar langsam. Im Endausbau dann auch überlegen, aber jetzt erstmal so grob vergleichbar, sag ich mal. Ja, und das ist ja ein Symptom, was wir ja vorher angesprochen hatten, ganz am Anfang der Sendung, der russischen Raumfahrtindustrie geht es gerade richtig beschissen. Ja, es fehlt halt irgendwie an Personal, die waren halt immer schlecht bezahlt jetzt in letzter Zeit. Ja, schlecht bezahlt, viel Korruption, was man ja dann auch bei dem Fehlstart von Vostochny aus hatte, wo man gemerkt hat, okay, die haben den Kompass, den Kreiselkompass nicht richtig eingestellt, weil da Memos hin und her geschickt wurden, aber sie niemand gelesen hat. Also die Kommunikation untereinander klappt auch nicht. Ist echt, sieht schlecht aus. Ja, wobei, was Fehlstarts angeht, hat sich ja die ESA da auch was geleistet. Also, naja. Nee, aber es ist alles zusammen nicht gut. Also, ja, aber der europäischen Raumfahrtindustrie geht es ja noch wesentlich besser. Geht's noch wesentlich besser, ja. Aber man merkt halt irgendwie, durch SpaceX ist halt wirklich sehr viel Druck reingekommen in das Ganze. Aha. Und glaubst du, da wandern auch Ingenieure in die USA ab, um dann für SpaceX zu arbeiten? Meinst du das so? Ich glaube, SpaceX, also ganz direkt nicht. Ich glaube, die dürfen, glaube ich, wegen ITA und so. Ja, aber wenn du eine Green Card hast oder so? Genau, ja, wenn du eine Green Card hast, dann kannst du auch ein paar Russen importieren, ja. Naja, das ist ja, wenn du halt viel Geld hast, nicht so schwer. Ja, ja. Ja, und dann kommt es halt drauf an, wer die besseren Russen hat. SpaceX oder Blue Origin. Wie früher die Deutschen. Ja, ja, genau. Ich meine, die Russen haben ja in Indien und in China schon einiges zu Wege gebracht. Mhm. Ich lese gerade sehr viel in der Uni über Atomkraft, russische Atomkraft und die bringen sich wirklich gleich hier, die Kroaten und die Engländer. Oh, ist man, also ich muss jetzt doch mal einschalten. Ja, es ist jetzt hier 121. Minute, noch 3 Minuten zu spielen. Es steht 2-1 für Kroatien, aber die Kroaten sind irgendwie die aggressiveren. Okay. Luka Modric ist ja so der Held der kroatischen Nationalmannschaft. Der wurde gerade ausgewechselt. Und sieht so aus, als hätten wir dann ein Finale Kroatien gegen Frankreich. Ja, cool. Freut mich für die Kroaten dann. Der Mike Duncan hier mit History of Rome Podcast und Revolutions Podcast, der ist ja gerade, der zieht ja jetzt gerade nach Frankreich, der ist auf dem Weg. Witzigerweise hat er gerade erst die Pariser Kommune besprochen und geht jetzt folgerichtig, nachdem er nach Frankreich gezogen ist, weiter zur mexikanischen Revolution. Natürlich. Natürlich, logisch, ne? Ja, war halt irgendwie nicht ganz geplant. geplant war halt, der hat halt bloß gesagt, na okay, es muss irgendwie zwischen Independence Day sein, damit man die Feier noch mitnehmen kann, USA, ne? So zum Verabschieden auch so von Freunden und halt ist halt irgendwie toll mit einem richtig großen Feuerwerk. Also der zieht nicht nur mit seinem Podcast. Der zieht nach Paris. Ach so, der zieht nach Paris. Der warum? Will ein Buch schreiben über Lafayette. Ah, und deswegen zieht er nach Paris. Das Buch heißt dann Citizen Lafayette. Ja, weil der muss irgendwie im Nationalarchiv ziemlich viel arbeiten. Ah, okay, gut. Und das macht man besser vor Ort und nicht in Amerika. Ziehst du dann, wenn du dein Buch über Atomkraft schreibst, auf die Three Mile Island? Ich glaube nicht, dass da eine gut ausgesuchte Bücherei steht oder so.
Vielleicht hier nach Savchenko oder so, oder hier Dubna, hier dieses, kennst du Dubna? Das ist ja das sowjetische CERN gewesen. Ja, ja, ist bis heute noch im Betrieb, glaube ich. Ja? Ah, weiß ich gar nicht. Der Teilchenbeschleuniger. Ich glaube, der Teilchenbeschleuniger. Da habe ich jetzt für die Uni die Aufzeichnung von so einem Deutschen gelesen, der die da machen auf jeden Fall noch jede Menge, die machen auf jeden Fall noch jede Menge Forschung in Dubna. Ja, da war mal so ein deutscher Physiker, der da Direktor war, und 2 Jahre später ist er in den Westen geflohen. Und dann merkt man schon in den Aufzeichnungen, wo das hat er mit seiner Frau zusammengeschrieben, und die Frau meinte dann so, er ist ganz froh, dass er nochmal wiedergewählt wurde als Institutsdirektor, damit er nicht zurück in die DDR muss. Also da war Kernrussland liberaler, oder also Dubna, also diese ganzen Atomstädte waren ja dann schon sehr auf unsere Intelligenz geprägt, und dann waren sie doch froh, dass sie irgendwie im tiefsten Russland waren als in Dresden. Tja, ja, Kernkraft ist Fortschritt. Wo waren wir jetzt stehen geblieben? Nicht immer und nicht überall, aber naja. Wir waren stehen geblieben. Du bist bei noch mal Energo, dran. Mal sind wir durch. Ach ja, genau. Ganz kurz noch, Interorbital. Darüber werden wir noch etwas tiefer irgendwann sprechen, demnächst, wenn wir den Film gesehen haben. Weil Interorbital ist ja die Firma, die beraten wurde von Lutz Kaiser, solange wie er noch gelebt hat, bei dem Bau ihrer Raketen, und die haben jetzt ihre Oberstufe getestet, und davon gibt es ein nettes Video, und Kroatien hat gerade gewonnen. So, davon gibt es ein nettes Video, ist eine sehr merkwürdige Oberstufe, hat hypergolischen Treibstoff, und zwar Terpentin und Salpetersäure. Klassische Mischung, das muss eine der ersten Mischungen überhaupt gewesen sein, von denen man wusste, dass sie hypergolisch sind, haben den ganz großen Vorteil, dass die Mischung nicht nur hypergolisch ist, sondern auch nicht übermäßig giftig. Also ich empfehle jetzt Salpetersäure nicht zum Frühstück zu trinken, aber zumindest überlebt man den Kontakt oder so. Also ist nicht angenehm, aber naja. Und die haben jetzt ihre Oberstufe getestet. Die haben die Oberstufe getestet, natürlich am Boden, ist auch abgehoben und so, und nett geflogen und so. Ja. Ja. Genau, ob das Ding jemals in Orbit kommen wird, geschweige denn in den interorbitalen Raum, sei mal dahingestellt, aber... Die SZ behauptet ja, dass Virgin Galactic in den Orbit kommt, dann werden die auch in den interorbitalen Raum kommen. Ja. Ja, also Interorbital hat man wieder was getestet, nettes Video dazu. Wo du ganz kurz von Lutz Kaiser gesprochen hast, das können wir jetzt auch ankündigen. Ja. Das hatten wir doch gar nicht, glaube ich, im Podcast gesagt. Es wird einen Film über den deutschen Elon Musk geben, nämlich Lutz Kaiser, ein Stuttgarter, der in den, wann war das, 60er? 70er Jahren. 70er Jahren in... Wie hieß das Land damals? Rhodesia? Nein, Rhodesia ist Zimbabwe. Also was war das damals? Zaire. Zaire, was ist heute? Benannt nach dem Fluss Zaire. Das ist heute? Auch bekannt als Kongo. Genau, der Kongo. Dort hatte er von der zairischen Regierung eine Fläche von der Größe der DDR zur Verfügung gestellt bekommen. Ja. Und hat dort seine eigenen Raketen gebaut und war so einer der ersten privaten Raumfahrtunternehmer. Ja. Genau. Und wie war das möglich? Wie kriegt man Geld dafür? Naja, damals gab es Steuergesetze, die so ausgelegt waren, dass man, wenn man eine Firma hat, die Verluste macht, dass man mehr Geld von der Steuer abschreiben konnte. Und zwar mehr Geld im Sinne von irgendwie das 3- oder 4-fache von dem, was die an Verlusten machte, von irgendwelchen Gewinnen, die man anderswo gemacht hat. So heißen, es hat sich total gelohnt, wenn man irgendwie eine Firma hat, die Gewinne gemacht hat, noch eine zweite Firma zu haben, die einfach bloß sinnlos Verluste macht, damit man das abschreiben kann. Und deswegen nannte sich das Ganze Abschreibungsgesellschaft. Und diese Abschreibungsgesellschaften waren logischerweise sehr merkwürdige und shady Geschichten. Und eine von denen war halt OTRAK, die Orbital- und Trägerraketen AG oder irgend sowas. Ja, hat auf jeden sehr schnell sehr viel Geld bekommen, weil jeder wusste, die wird schon ziemlich viele Verluste machen. Genau. Und der Filmemacher Oliver Schwem,
den kennen vielleicht die einen oder anderen, den haben wir schon Anfang des Jahres interviewt, beziehungsweise ich habe den interviewt, weil Frank hat das Wetter dazwischen gepunkt. Es war Sturm, ja, es war irgendwie Sturm und ich wäre in Fulda stecken geblieben. Genau, deswegen. So wie die Russen bei der Invasion, bei der geplanten Invasion von Westdeutschland, zumindest wenn es nach den Westdeutschen ging. Die wollten ja die russischen Panzer in der Fulda Gap aufhalten. Nee, auf jeden Fall. Da hätte ich dann gesteckt. Auf jeden Fall habe ich dann mit Oliver Schwem, glaube ich, eine Dreiviertelstunde lang ein Interview geführt. Und wir haben dann schon überlegt, wann wir das veröffentlichen wollen. Und es macht ja wenig Sinn, das zu veröffentlichen, wenn man den Film nicht sehen kann. Und damals wusste er auch nicht, wann er wirklich rauskommt. Aber wir stehen mit ihm in Kontakt. Und jetzt hat er gesagt, am 27. September wird offizieller Kinostart der Dokumentation sein. Wahrscheinlich nur in sehr ausgewählten Kinos. Also da müsst ihr vielleicht ein bisschen schauen. Aber das ist ein sehr spannender Film. Ich habe einen kurzen Trailer gesehen. Frank und ich werden auch ein Rezensionsexemplar digital zugeschickt bekommen. Also können wir auch dann erzählen, wie der Film ist. Und genau, Ende September werden wir dann auch das Interview führen, weil Oliver Schwem hatte Lutz Kayser auch noch persönlich getroffen, bevor er dann letztes Jahr verstorben ist. Der Kontakt ist halt wirklich bloß dadurch zustande gekommen, dass ich auf Golem einen Nachruf auf Lutz Kayser veröffentlicht hatte und irgendwie hat er mich dann angesprochen. Genau, und dann war er zufällig in Tübingen, weil er da bei den Medienwissenschaftlern ein Seminar gehalten hat. Und deswegen konnte ich mit ihm sprechen. Das war sehr cool. Jo. Gut, haben wir das. Interorbital, du hast noch Nummer 10. Ja, das ist... Das sind die Antennen. Ach ja, genau, Antennen. Das ist ganz kurz, Satelliteninternet ist ja gerade in aller Munde. So, wir schicken ein paar Satelliten ins All, die haben so einen Durchsatz von 10 Terabit und dann haben alle auf der Welt Internet, auch wenn da gar keine Landleitung liegt. Klingt erstmal einfach. Die Engste, die sich jetzt hier auftut, und das fand ich besonders spannend, liegt bei den Empfängern. Nämlich, das ist die gleiche, die man schon immer hatte, auch bei Iridium. Genau, nämlich die Antennen. Man kennt ja so das klassische irgendwie eine Satzschüssel am Haus haben, aber sowas ist halt unpraktisch, wenn man das auf dem Schiff montieren will und bei hoher See bricht das dann irgendwann ab. Das ist nicht das Problem. So eine Satzschüssel, die kannst du dir hinstellen, weil der Satellit stehen bleibt am Himmel. Das ist ja, halt genau. Hier stationär. Ist halt, ja, steht halt, ne? Und die neuen Dinger, die haben halt einen niedrigeren Orbit und die ziehen dann halt einfach über den Himmel lang und ja. So, du darfst. Genau, und deswegen setzt man eher so auf Flat-Panel-Antennas, die mehrere Satelliten gleichzeitig tracken können. Und das Problem ist, dass die noch relativ teuer sind. Das günstigste Exemplar kostet zwischen 1.500 und 2.000 Dollar. Und das ist nicht so wirklich erschwinglich für den Endverbraucher. Und man wartet da tatsächlich noch auf Innovation, weil zurzeit weiß man nicht so wirklich, wie man das wirklich günstiger hinkriegen soll. Und ja, das sind irgendwie so Phased Array Antennen und das heißt, man hat letzten Endes auf der Platte jede Menge kleine Antennen drauf, die dann halt, wo dann halt das Signal ausgelesen wird und dann versucht man zu erraten, woher denn die ursprüngliche Funkquelle kam. Und es gibt Leute, die können das besser erklären als ich. Fällt mir gerade auf. Ich werde mal schauen, dass ich jemanden finde, der das richtig gut erklären kann. Punkt. Genau. Und ja, man hofft einfach, dass man genau die Ziele, die sie hier, das war so eine Satellitenkonferenz und da haben sie gesagt, okay, sie wollen die Kosten pro Megabyte um das 10-fache reduzieren, gleichzeitig den Preis pro Terminal um das 5-fache und den Durchsatz trotzdem verzehnfachen. Ja, wobei ich sagen muss, also 2000 Dollar pro für eine Antenne, also wenn man jetzt sagt, okay, der Rest der Bodenstation kostet nicht allzu viel, ist eigentlich machbar, gerade bei SpaceX, weil, also bei den anderen nicht so sehr, wenn ich so an OneWeb denke, weil was du dort empfängst, sind dann sowas wie 50 Megabit pro Sekunde, das ist jetzt nicht so der Brüller, wenn du dafür dann eine 2000 Dollar Antenne brauchst, aber bei SpaceX ist es dann halt schon 1 Gigabit pro Sekunde
Und da kannst du ja dann halt überlegen, okay, mit wie vielen Leuten kann ich mir ein Gigabit teilen? Und wenn das dann halt mehr als 10 sind, und ich würde sagen, ja, das kann man schon mal bringen, sich da mit irgendwie 20 Leuten irgendwie das zu teilen. Naja, okay, dann legt halt jeder 100 € hin, das Ding hält ein paar Jahre. Es geht dann schon mal. Ja, aber haben wir auch gesagt hier, Preis pro Megabit, um das 10-fach reduzieren, also auch die Flatrate quasi drücken, ja, das ist ja auch immer noch sehr teuer. Ja. Und nächstes Jahr soll ja das O3b Empower Network starten von Boeing, mit 7 Satelliten, die eine kombinierte Kapazität von 10 Terabyte haben sollen. Terabit. Ja, wobei O3b noch mal was anderes ist. Nee, ist das nicht von Boeing gekauft worden? Kann sein. Also. Boeing hat jedenfalls gesagt, dass sie ihr großes geplantes System irgendwie nicht bauen. Die wollten halt auch ein paar tausend Satelliten starten. Hier steht, O3b Empower is a seven satellite system Boeing is building for 2021 launch. Also nicht nächstes Jahr, Entschuldigung, sondern 2021, 3 Jahren. Ja. Ja, das ist so der Zeitrahmen. Also die meisten Leute sagen so 2019 bis 2021, 22 oder so. Habe ich jetzt vor kurzem erst recherchiert, weil ich habe einen Artikel für die Flugrevue geschrieben. Der kommt dann in der nächsten Ausgabe. Hab das Layout schon gesehen. Über Satelliten. Also eigentlich ist der Satellit. Ein Moment. Der eigentliche Artikel ist über Planet. Also hier die CubeSats, die Erde beobachten. Aber sind halt noch so ein, da war so an der Seite noch so ein Infokasten über die größten Satellitenkonstellationen, die es bisher gegeben hat. Halt Iridium und dann halt jetzt die neueren. Und deswegen hatte ich das so ein bisschen recherchiert. Und ja, SpaceX will bis 2020 auf jeden Fall die ersten Satellitenkonstellationen so weit aufgebaut haben, dass man das benutzen kann. OneWeb genauso. Dann gibt es noch einen Anbieter, der nennt sich Leosat, glaube ich. Die wollen bis 2021, 2022 eine Konstellation mit 117 Satelliten aufbauen, was schon relativ bescheiden ist im Vergleich zu den anderen. OneWeb gibt es halt auch noch. 650 aktive Satelliten, glaube ich, 900 mit Reserve und so. Aber OneWeb ist etwas merkwürdig. Also was die letzten Endes machen, ist, du funkst von der Erde, von einer Bodenstation auf der Erde, einem Gateway zum Satelliten hoch und dann bringt halt einfach, also sendet der Satellit von oben einfach bloß wieder nach unten die Signale zurück in die nähere Umgebung dieser Bodenstation. Und mehr machen die nicht. Es nennt sich dann auch Bandpipe-System. Also letzten Endes, ne, du schickst dein Signal hoch, dann ist so ein Rohr mit einem Knick drin und dann schickt es das Signal wieder nach unten zurück. Deswegen Bandpipe. SpaceX macht halt noch was anderes. Da schickst du halt wirklich von Endanwender dein Signal hoch zum Satelliten und der Satellit gibt dann das Signal an andere Satelliten weiter und dann irgendwann zu einer Bodenstation, so dass du dann auf möglichst direkten Wege dein Signal weitergeschickt hast. Und vor allen Dingen macht das SpaceX halt 20 Mal so schnell wie OneWeb. Mit Satelliten, die, ich glaube, viermal so schwer sind. Aber dafür haben sie auch sehr viel mehr Satelliten. Also die wollen halt 4000 Satelliten und am liebsten 12.000 Satelliten haben. Ja, muss man abwarten. SpaceX hat schon zwei Prototypen gestartet, Tintin A und B. Und Leosat hat auch schon einen Prototypen gestartet, sogar noch vor SpaceX. Und OneWeb haben gesagt, ja, bis Mai fangen wir an und dann fangen wir aber richtig an und bauen die ganze Konstellation auf. Und jetzt haben sie etwas kleinlaut gesagt, Q4 2018 fangen wir an mit der Produktion der Satelliten. Prototypen wollen sie gar nicht bauen, die wollen gleich irgendwie serienreife Satelliten starten, wenn das mal gut geht. So. Ja. Darf man gespannt sein, was rauskommt. Genau, also Satellitenantennen, bla bla,
Antennen sollen günstiger werden, schauen wir mal. Und dann hoffen die, dass das richtig der Markt da brummt. Ja, bei Iridium, wie gesagt, Eccentric Orbits, sehr schönes Buch. Bei Iridium ging das halt voll nach hinten los. Also da waren die Kundenzahlen wirklich größtes Geschäftsgeheimnis überhaupt, weil es war letzten Endes nichts. Die hatten wirklich so, die konnte man noch mit Handschlag begrüßen, die neuen Kunden. Das war wirklich, dafür, dass es ein Milliardensystem war, war das einfach gar nichts, was da rumgekommen ist. Und das ist so Worst-Case-Szenario, was hier passieren kann. Ist halt die Frage, deswegen ist das mit den Bodenstationen durchaus eine ernsthafte Frage. Wenn es einfach bloß keinen gibt, weil keine Hardware da ist, der das irgendwie in Anspruch nehmen kann. Ja, wie willst du dann Umsatz machen, ne? Da muss man dann abwarten. Und es wäre halt schlecht, wenn dann die ganze Konstellation, die auf eine Lebensdauer von 5 bis 8 Jahren im Fall von SpaceX ausgelegt ist, dann da oben rumfliegt, paar Milliarden gekostet hat und während der ganzen Zeit eigentlich nur darauf gewartet wird, dass irgendwann bei den Kunden mal ein Paket ankommt von Amazon mit der Bodenstation. Es wäre halt ein bisschen blöd. Von daher kann ich mir sehr gut vorstellen, dass sich von allen Anbietern die Zeitpläne noch ein bisschen nach rechts verschieben. Und zwar mehr als um nur ein Jahr oder so. Also muss man schauen. Also Massenproduktion von Satelliten geht, glaube ich, schneller als Massenproduktion von den Bodenstationen, weil davon brauchst du halt einfach massiv viel mehr, damit sich das lohnt. So Zehntausende, Hunderttausende, Millionen am liebsten. Und naja, gut, okay. In China könnten die das hinkriegen. Muss man abwarten. So, Rausschmeißer ist ja bekanntlich immer die Raketenvorhersage. Bei einer Rakete möchte ich mal aber kurz noch vorgreifen. Die wird im September starten. Das ist nämlich die allerletzte Delta-2-Rakete mit ISAT-2 und also ISAT-2, oder? Ja, heißt ISAT, nicht Kryosat. Was mir da bloß aufgefallen ist, es gibt von 2012 einen Vertrag, der geschlossen wurde, über die letzten 3 Missionen der Delta-2-Rakete, die früher mal so das kleine und relativ billige Ding war, das die ULA hatte. Und dieser Vertrag lief halt über 3 Starts und 412 Millionen US-Dollar. Zur Erinnerung, die Delta-2-Rakete hat ungefähr ein Drittel bis ein Viertel der Nutzlast einer Falcon 9-Rakete. Und kostet jetzt pro Start mehr als doppelt so viel. your tax dollars at work. Da wir unsere Steuern aber nicht in Dollar bezahlen, ist das für uns scheißegal. Wir können einfach nur drüber lachen. Unsere tax dollars wirken woanders. Genau. Ja, wann soll die denn starten? Irgendwann im September. Okay. Das hängt auch nicht an der große Glocke, das ist ja ein sehr unaufregender Press-Release. 12. September. Ja, die ULA wird da schon nochmal Werbetrommel rühren, weil es ist halt eine sehr oft geflogene Rakete und seit den 90er Jahren fliegt die. Das war eine der Raketen, die relativ schnell zusammengezimmert wurden, weil das Space Shuttle ausgefallen ist und man ja gesagt hat, hey, ihr braucht ja gar keine neuen Raketen mehr zu entwickeln, weil das macht jetzt alles das Space Shuttle. Das war ja so, ne? In den 80er Jahren. In den 80er Jahren hat man ja gesagt, hey, wir brauchen ganz dringend Kunden für unser Space Shuttle, weil das soll ja 50 Mal pro Jahr fliegen, ne? Und dann hat man halt gesagt, ja, hey, hört mal auf, neue Raketen zu entwickeln, weil es macht ja eher als das Space Shuttle, ne? Mhm. Sieht man ja. Ja, sieht man ja, ne? Okay, letzter Flug angekündigt für den 12. September. Das ist noch eine Weile hin. Als nächstes, ich bin schon auf der Seite, es ist einfach bloß der 22. Juli, ich glaube bis dahin, ja, das ist der einzige, der demnächst ansteht, bis zur nächsten Sendung. Bisschen flotte gerade, oder was? Moment, also 22. Juli. Ah, 25. nehmen wir noch mit. Ja, nehmen wir noch mit. Dann sind es 3 immerhin. Telstar 19 Vantage, Kommunikationssatellit, den hatten wir schon mal angekündigt. Ich glaube, der wurde verschoben. Mhm.
Weil beim letzten Mal hatte ich ja schon, wollte ich ja schon gerne aufhören mit den Tornados. Mit Telstar. Nee, aber Telstar ist doch jetzt der WM-Fußball. Der heißt auch Telstar. Echt? Ja. Okay. Der 2018 WM-Fußball heißt Telstar. Tatsache. Okay, ja. Jedenfalls Tornados. Nach wie vor. Telstar. Das einzige Lied, das jemals über einen Satelliten gemacht wurde. Seit es gibt irgendwelche Sputnik-Lieder im Russischen. Das kann auch sein, aber ich glaube, die klingen nicht so gut. Genau. Dann haben wir am 25. Juli Ariane 5, haha, die dritte, der dritte Start dieses Jahr, Galileo 23 bis 26, 12.25 Uhr unserer Zeit, also schön mittags. Taschentücher rausholen. Wieso? Es ist der allerletzte Flug der Ariane 5 ES. Wie heißt die Oberstufe? Das heißt der einfach, wo sie ist? Jedenfalls mit dem Estos-Triebwerk. Die wird nie wieder fliegen. So. Weil, die Galileo-Satelliten werden halt gestartet mit der Stufe, weil die ist die einzige, die wieder startbar ist. Hat richtig beschissene Leistungswerte dadurch. Also die Galileo-Satelliten, die wiegen so gut wie nichts. Ich glaube, das sind 3 Tonnen oder so zusammen. Aber ist halt so, ne? Dafür benutzt man halt so eine Ariane 5-Rakete dann. Galileo-Satelliten hat man auch schon mit Sojus-Raketen gestartet. Da haben dann 2 auf eine Sojus-Rakete gepasst. Also das ist totaler Overkill, aber naja. Ist das letzte Mal, dass die fliegt. Das nächste Mal werden Galileo-Satelliten mit der Ariane 6 gestartet, mit dem allerersten Flug. Dann aber mit einer anderen Oberstufe, mit dem Vinci-Triebwerk. Das ist dann wieder startbar und das Ganze ist dann eine ähnlich große Verschwendung an Leistung, aber sei es drum. So, Schluss. Willst du noch die nächste Falcon 9? Achso, stimmt. Falcon 9, Iridium Next, die Nummern 56 bis 65, dann ist die Konstellation komplett, glaube ich, ne? Wenn nicht noch die Reservesatelliten gestartet werden, ja. Ja, also Next halt, ne? Die Iridium Next Konstellation. Von Vandenberg aus und die soll dann auch landen zum ersten Mal in Vandenberg und zwar nicht auf dem Schiff, sondern an Land, weil heißt ja landen und nicht wassern. Das stimmt. Gut. Ja, ob Electron-Rakete zwischendurch irgendwie nochmal startet, weiß man nicht. Wurde halt zuletzt wegen defekten Controller irgendwo gescrubbt. Ja. So, und jetzt scrubbe ich hier meinen Hals. Genau, wie ihr merkt, die Energie lässt langsam nach. Wir bedanken uns für eure Aufmerksamkeit, auch bei dieser Folge wieder. Wenn ihr Fragen, Kommentare, Anregungen oder Kritik habt, bitte gerne in die Kommentare per E-Mail oder auf Twitter. Wir haben jetzt auch eine Redaktions-E-Mail-Adresse, habe ich heute eingerichtet. Also redaktion@countdown-podcast.de geht auch. Das ist vielleicht sogar besser, wenn ihr uns beide schreiben wollt, weil Frank sollte, ich hatte dich ja auch schon... Wir werden das irgendwie genau auskaspern. Also das ist dann eine E-Mail-Adresse, wo wir beide das gleichzeitig dann sehen, damit ihr es nicht immer an beide uns schicken müsst. Ist ja auch ein bisschen professioneller. Genau, wenn ihr unsere Arbeit hier, und ich nenne es mal Arbeit, wenn ihr unsere Arbeit hier unterstützen wollt, dann spendet uns gerne via Patreon, PayPal oder LiberaPay. Ihr könnt auch an Frank direkt Geld überweisen per Lastschriftverfahren, SEPA-Überweisung. SEPA, ja. Genau, ihr könnt uns auch geheime Geldkoffer zuschicken, wenn ihr das machen wollt. Oder Spenden in Form von Raketentriebwerken. Genau, 20 Millionen ist der Preis. Ihr wisst, wo das Geld hinkommt. Und wir wünschen euch jetzt noch einen schönen Resttag, je nachdem, wie viel davon noch übrig ist. Habt Spaß am Gerät und immer schön skeptisch bleiben. Tschüss. Tschüss.